Hallo. Baby. Kurze Nacht zu Ende schreiben. Gut, mit dem Witz ohne Kappa, das ist schwierig, ne? Ich habe mich jetzt auf Kappa eingeschossen. Na, sagst du mal gute Besserung. Speichern und beenden. Einmal kurz Bescheid gesagt, bei uns ist unser Internet schon wieder so rummuckt. Oh Mann, ist das nervig. Warum tut's denn sowas? Oh ne, ich will keinen neuen Charakter machen. What the fuck? Wie war das jetzt bei dir? Ihr hattet irgendwie Glasfaser verlegt, aber irgendwie noch nicht im Haus? Oder wie war das? Wir haben es im Haus verlegt, aber die Telekom muss es noch von der Straße bis zu uns legen. Ah, oder so rum. Ja, und es ist auch fraglich, ob das die Probleme wirklich behebt, weil nicht so ganz klar ist, wo die Probleme sind. Da draufklicke, komme ich aber die gemeinsamen Chat wieder anmachen, aber. Guten Morgen, Aaron. Guten Morgen, Tobi. So. F5 soll helfen, aber warum ist gemeinsamer Chat nicht an? Kann ich hier nochmal beitreten? Ja, warte mal. Starten. Anruf beitreten. Yes. Hallo? Wo machst du das mit dem Beitreten? Bei diesem extra Fenster, was da aufgetaucht. Also erstmal unter deinem Stream. Da wo, also bei mir steht Crafting Crystal und rechts daneben ist Beitreten. Und dann ist ja dieses extra Fenster, was ich da öffne. Das steht mir aber nicht mehr, das Beitreten. Ich kann jetzt hier gemeinsam Chat beenden. Starten. Chat ist jetzt aktiv. Aber ist es nicht. Ich mach's hier nochmal. Neu anklopfen bei dir. Fehler ist aufgetreten. Bitte versuche es erneut. Mach's jetzt nochmal. Echt? Neu laden die Seite. Ah, jetzt kann ich beitreten bei dir. Ah ja, dann trete ich. Also nee, hat gepasst. Weird. So. Ihr seid auch wieder drin. Yes. Okay. No! Es fies einfach da zum Existieren. Er chillt einfach, ne? Ich hätte gern so eine Kiste, um zu gucken, ob man die mitnehmen kann. Wir hätten schon wieder so ein scheiß kleines Vieh aufgebracht. Mein Inventar ist auch schon ganz schön dolle voll. Tobi übertreibt halt mal wieder Masters. Aber oh, da ist Solarit. Bist mutig bist du. Oh, Achtung, Wurm. Genau den Wurm meine ich immer. Oh, das große Solarit-Erz war doch kein großes Solarit-Erz. Oh, da rechts ist aber nochmal so eine Schnecke. Geil, wenn ich einmal Turbo-Modus anschmeiße. Schnecken sind schon geil. Mit dem machen wir auch noch irgendwas. Junge, was ist mit dem Viech? Oh, fand ich an diese für Backbauschaden? So normal. Warte. Ja, mit allem Drum und Dran, dass du mir das. Also in meinem normalen Outfit habe ich 991 und in meinem Special habe ich 1794. Aber das kann ich mit dem normalen kaputt machen.
Kann ich mit meinem Bazooka-Ding nicht kaputt machen. Na, siehst du mal. Ei, euch habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, das war ein Fehler. Ja, ich komme an dem grünen Ding nicht vorbei. Ich hab's nicht abgebaut. Eine 7 Meter große Schnecke, der Traum vieler Fans. Ich habe einen Sonnenreissamen, Marc. Was war das? Hier unten rechts ist. Das ist ein Turret hier. Das campt einfach unter dem Baum. Ich komme unter dem Baum. Hier ist einfach geblockt. Stirb, ey. Ich sehe schon, komm, das halbe Jahr würde es noch viele Tode kosten. Ja, habe ich auch das Gefühl. Lunakorn hast du ja schon, Marc, oder brauchst du davon noch mehr? Ja, boah, ich habe 2 Lunakorn-Samen. Okay. Und das Wasser ist ja auch richtig schick. Oh mein Gott. Der Baum wäre die schönste Inneneinrichtung gewesen. Den Baum habe ich doch bei mir im Zimmer stehen. So, was sind da oben nochmal für Wesen? Ah, das sind auch die Turrets. Das war Klaus, Tobi. Mhm. Tobi ist so ein richtiger Mensch. Einfach mit dem Kopf durch die Wand, alles kaputt sprengen, ohne Rücksicht auf den ökologischen Fußabdruck. Ja. Und ganz den Dreck rumliegen lassen. Oh, das ist halt wirklich ein Vieh. Ich habe auf Flutig drauf geschossen. Weil sie das einfach die Bank kaputt machst. Dinger davon. Ja, vor allem neben so einem Uran-Ding. Radioaktiven. Die Spawn-Dinger hier abgebogen. Stimmt, die könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen, ne? Durch die Schnecke konnte man damit durchschießen, ne? Weiß ich nicht, ich hab's nicht ausprobiert. Wir haben schon so viele gesehen, man könnte es. Ist das effektiv? Oh! Wo kommt das denn jetzt her? Von hinten. Boah, so ein Räudiger. Ah, von hinten kann man die übrigens noch treffen. Wer ist er? Ich bin ein großes Tür. Nee, ist doch nicht ein großes. Ich bin ein großes ausgepackt. Was? Hä? Hau! Was? Oh, das kommt da durch. Oh, ich bin tot. Also ich würde fast sagen, es gibt eine Hydra im Kristallbiom, eine Hydra im Lavabiom und vielleicht eine Hydra im Dschungel. Denkt dann, ich habe auch noch ein Biom gefunden, ne? Achso, stimmt. Da sind wir eigentlich sogar sehr nah dran. Ich vermute nur ein bisschen weiter nach unten, dann dürfte es wahrscheinlich auftauchen. Hä, aber laut Karte sind wir da in einem Bereich, wo du noch gar nicht warst. Ja, schon mal. Ach. Warte, ich ping mal. Hier hast du so einen kleinen schwarzen Bobbel, da ging's los. Ah, okay, ja, I see. Muss erstmal zu euch kommen, meinen Kram wiederholen. Und dann ist mein Inventar eigentlich auch komplett voll. Unten zu buddeln. Marc, magst du mir mal Geleitschutz geben? Ich weiß, hab ich was zum Bauen? Ja.
größten Schutz, den du brauchst, ist Schutz vor dir selbst, Tobi. Dreimal in die Luft gesprengt hat. Wer jetzt von mir geleitet hat. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, der Schutz, den er braucht, den braucht er vor sich selbst. Die Passage. Ich könnte Tobi hier mit einbauen, lol. Was? Was ist da? Das heißt halt einfach die Passage des Biomes. Okay. Und explore without me jetzt, please. Ist das Dings? Wir brauchen auch immer noch Solariterze, ne? Das eine wird uns nicht reichen. Das ist Pandemonium-Erz. Oh. Ich krieg's noch kaputt. Irgendwann. Ja. Das nehmen wir noch mit, dann können wir es mal umdrehen. Digga, das ist so ein Horrorbiom, ne? So. Ah, fuck. Lex. Warten wir mal kurz hier an seinem Lefriedhof. Wir sollten da vielleicht halt auch nochmal, ich hätte gleich mal ein Portal mitnehmen sollen, ne? Ja, wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen, habe ich eben auch schon drüber nachgedacht. Also so weit weg von allem. Schnecki Schneck. Also, ich würde auf jeden Fall am liebsten gleich einmal Inventar leer machen. Und dann vielleicht mit einem neuen Portal da nochmal hinlatschen. Aber so lange machen wir eh nicht mehr. Das ist ja stimmt. 22 Uhr. Aber ich sehe es halt, dass. Wenn du gleich hier bist, würde ich vielleicht nochmal fix in das Neue reinschauen wollen. Ich sehe es halt kommen, dass wir da 3 Schritte reinmachen und einfach tot umfallen, ne? Ja. Und dann müssen wir da wieder 10 Millionen Jahre hinlaufen. Ja. Ich könnte ein Portal mitnehmen. Ja. Kannst gerne gleich vorgehen. Oh, warte, ist das ein fettes Anesen-Kristallbaum? Das Gute ist, um eine neue Rüstung zu verstärken, braucht man direkt Solarit. Ich habe die Hoffnung, dass in diesen verschlossenen Solaritkästen meine Rüstung drin sein kann. Dieser Kabel-Rüstung. Lass mal die arme Schnecke in Ruhe. Was ist mit dir? Weiß ich nicht. Sieht lecker aus. Weiß ich nicht, ob die lecker aussieht. Liebe mein Bergbauschaden-Outfit, ey. Aber krass, ich hätte echt nicht gedacht, dass das Kristallzeug so ein Riesenbiom ist. Ich dachte mal, es seien nur so kleine Mini. Ups, Dinger. Das war mir schon klar, dass das so ein eigenes großes Ding ist. Ein Tobi ist der Schneckschreck. Schrecken aller Schnecken. Ob man mit dem Boot auf der Lava farmen kann? Ah, und unser gemeinsamer Chat ist übrigens wieder abgestürzt, Tobi, ne? Ja, gut, ich glaube, es für die letzten 10 Minuten oder was lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, 10 Minuten oder was lohnt sich. Ich zu deinem Kanal gegangen, what the fuck? Habe ich wieder nur eine Anfrage gesendet, ne? Na, egal. You can ignore. Ich dachte, ich muss vielleicht nur beitreten klicken. Nein, 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 nein. Ich glaube, du müsstest nur noch annehmen. Verdammte drecksräudige Scheiße! Bring ein Portal mit. Lava Biom. Ich war so nah dran! So nah! Oh, ich krieg Nachrichten, schreibt meine Nachbarin mir gerade. Ich mach rum auf dem Wasser, ey. Auf mein Wasser. Ey, was, achso. Oh mein Gott, ich dachte gerade was. Oh mein Gott. Rage Mode on. Ja, aber sowas von Ramona. Mann, ich war so weit. Und ich hab da noch Wände hingebaut, aber ich hab's mit mir eingebaut, dieses das scheiß Dreckskackvieh, Alter. Das Wasser sieht ja übel abgespaced aus, wenn man so rüberfährt. Ja. Dem Boot dabei? Ich habe immer mein Boot dabei. Nice.
Wir waren halt die ganze Zeit in der Wüste unterwegs, da habe ich es irgendwie nicht eingesehen, mein Boot mitzunehmen. Oh Gott. Wir haben da den ganzen Spaß und ich habe den ganzen Nerv hier, Alter. Ich weiß nicht, ob das gerade Spaß war. Du bist mit dem Boot rum, auf einmal kriechen, kommt so ein roter Dings auf meinem Bildschirm. Roter Dings auf deinem Bildschirm? Was willst du mir sagen, Marc? Eine rote Linie auf dem Bildschirm von dem Turret. Achso. Auf dem Wasser. So nah und doch so fern, ja. Tobi ist halt einfach die Ausgeburt der Menschheit. Scheiß drauf, was hier passiert. Hauptsache alles kaputt machen. Ja. Schöne Landschaft. Blue tut gut. Es gibt einen Unterschied zwischen Loot und wahlloser Zerstörung. Was ihr macht, ist wahllose Zerstörung. Den Unterschied habe ich noch nie verstanden. Ja. Sag doch. Oder Max sagt doch, Ausgeburt der Menschheit. Ich finde es sehr treffend. So, ich halte jetzt einfach das Portal in der Hand und sobald Gegner kommen, platziere ich das Portal. Könnt ihr mich mal. Er war halt echt eigentlich schon bei uns. Ja! Das war halt wirklich so knapp. Und auf den letzten Meter dachte ich so, ah, ich baue mich da jetzt schnell durch, aber ich habe zu langsam die Wand abgebaut und der Gegner kam mir hinterher. Und dann wollte ich mich schnell einbauen und dann habe ich aber das nicht abgeblockt gekriegt und bin gestorben. Ich habe halt eigentlich damit gerechnet, dass wir in einem, irgendwie in einem Wald, dass wir haben. Wie heißt es jetzt richtig? Das Pandorium-Erz kriegen. Aber das Biom ist wild, ey. Das ist halt so ein richtiges Horror-Biom. Ja. Bim, 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 bim. Bäm dich auch gleich mal. So, das ist mein einer Grabstein. Alter, ich hab mich sogar noch eingebaut gekriegt. Wie du da durchgehst mit deinem Backbone-Damage. Das ist geil, ne? Zack, zack, zack. Sally, let's go. Ja, warte mal. Erstmal Portal platzieren. Kann man ja hier erstmal so ein. Ja, schon irgendwo, wo es Sinn ergibt. Jetzt vielleicht sieht da unten Richtung neuen Biom gemacht. Ja. Das stimmt. Hm. Ist ja direkt unten. Können wir irgendwie hier so ein Ding hinbauen? Ja, willkommen in der Passage. Okay. Könnt ihr abbauen? Ja, also ab. Wegbomben. Achso. Oh Gott! Ja, gut, ich komm halt durch. Es dauert halt ein bisschen, ne? Leg deinen Bazooka auseinander, irgendwie. Ich sehe da schon Gift. Irgendwas wurde da vergiftet. Ja, da unten, diese Blobbles, die da unten aufkommen, das ist auf jeden Fall Gift. Deiner Purpur-Federbaum. Das ist ja, Pandorium. Das, das ist Pandorium? Ja, das so sieht Pandorium aus. Contentmäßig ist Corki bei richtig steil gegangen. Könnte ich mir wirklich mal wieder anschauen. Kommt dann auf Platz 1923 das Pile of Shame. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich auch nie wieder angefasst. Hätte ich jetzt nicht die Einladung bekommen. Das ist Pandorium. Ja. Oh. Hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. Lauf. Alter. Oh, er hat das Portal kaputt gemacht, aber ich bin doch durchgekommen. Oh, das ist ein Gegner. So ein Viking. Nice. Ich hab's im Inventar hier. Ich habe einfach irgendeinen Wegpunkt angeklickt. Ich habe mich zum Schleimboss geportet. Ich habe es euch gesagt, wir tauchen da auf und kriegen direkt aufs Maul, ey. Der hat fucking Zytoplasma gedroppt. Was geht jetzt ab?
Okay. Wir sollten den Weg vielleicht mal ein bisschen breiter bauen hier. Ja. Ja, Pandorium, crazy. Haben wir was fürs nächste Mal, ne? Können wir das schon schmelzen? Ich glaube nicht, ne? Nee, wir müssen wahrscheinlich erst die Solarreaktor machen. Ah, doch! Es geht hier in den fetten Öfen. Also ist machbar. Ja, cool, freue ich mich nächstes Mal drauf. Für eine Meile das jetzt schon ist, wie wir hier gelaufen sind, ey. Das ist crazy, ne? Wenn ich überlege, als Marco und ich das letzte Mal gespielt haben, war es gerade mal so groß hier. Und das Gebiet gab's noch nicht. Oder doch, Ozean gab's schon, ne? Es gab Ozean und Arceus. Ozean gab's schon. Aber es gab die Wüste noch nicht. Dings können wir zwar nicht reinnieten, ne? Und das war auch kleiner. Pandorium. Doch, kannst du mit reinschmeißen. Okay. Tobi, für die Geschütztürme vorhin. Willst du mich verarschen? Ich bring die ganze Bude hier weg, ne? Komplett alles weggesprengt. Ja, ich weiß, deswegen habe ich es dann auch gelassen. Ich hätte es irgendwo smarter machen müssen, wo es mich nicht juckt, wenn du alles wegsprengst. Ich wusste halt, du kannst den nicht wegbauen. Also, die kannst du mit der Besucher doch gar nicht wegsprengen. Na ja, gut, aber alles die andere. Ich habe die Kisten und alles andere hier. Okay, ich darf nicht nochmal sterben, Leute. Warum? Achso. Mein Friedhof ist voll. Wir können jetzt erstmal noch ein Unboxing von unseren ersten Solaritkisten machen. Ja, und wir können sogar, glaube ich, die Solarit-Werkbank machen. Soll ich nochmal schnell oben schauen, ob neues Solarit drin ist? Ja, weil jetzt können wir das Unboxing nicht mehr machen. Ach so. Da war ich gerade, da habe ich das hergeholt. Ah, ich habe jetzt die Werkbank gemacht, dann können wir das Unboxing nicht mehr machen. Ich habe mich schon. Nice. Er hat den größten Friedhof jetzt. Das ist ein Mana-Mönch mit irgendwelchen Sachen des Mönches drin. Solarit. Flimmererz und. Bergbauschaden, meins! immun gegen Feuerschaden ist der Set-Bonus. Kumpelstein, Alter. Kumpelblase. Goldenes Lunakorn. Gesundheit. Oha, gönn dir, Marc. Ja. Habe ich schon mal gehabt, also. Okay, aber das gibt 21% Bergbauschaden. Ah, es ist ein bisschen besser, auch wenn ich die Spitzhacke in der Hand habe. 1794, 1655 ist tatsächlich ein bisschen schlechter. Der prozentuale Bonus ist einfach zu heavy. So, aber ein Haufen neuer Scheiß habe ich jetzt im Inventar. Die Werkbank müssen wir gleich noch aufstellen. Die Kapuze, die haben wir schon zur Genüge. Minenarbeiteranzug, das ist der, den ich anhabe. Haben wir den schon irgendwo? Nee, ne? Glaube nicht. Den auch nicht. Mal gucken, ob wir hier doppelte Sachen haben. Paladin-Maske. Die haben wir schon dreimal. Ja. Und dann noch Nomadenschmuck und schwarze Halskette. Plus 62 Bergbauschaden. Das ist besser. Fünfteiliges Set. 8% des Bergbauschadens als Nahkampfschaden zu... What?
Dreiteiliges Set, 16% Boost der Bewegungsgeschwindigkeit für eine kurze Zeit nach dem Bergbau einer Wand. Ach, das gehört sogar hier zum... Guck mal, ist mein drittes Set-Teil gewesen. Fehlt theoretisch noch der Helm und noch ein schwarzer Ring. Easy. Wie viel Bergbauschaden habe ich jetzt? 1805. Läuft. können wir hier mal austauschen. Kann die weg. Ra-Akars Halskette haben wir noch nicht. Madenhalsschmuck. Haben wir dreimal. Kann weg. Garabäus-Harnisch. Was ist das hier? Das sind die Skarabäen. Ja. Haben wir ein Set komplett. So, habe ich noch irgendwas dabei? Noch eine Lava-Kriegsaxt. Immer nach Erkundung, erstmal alle, wir alle rumlaufen. Ja. So, jetzt den ganzen wertvollen Scheiß loswerden. Und dann stelle ich gleich mal die Solaritbank auf. Ich weiß halt nicht, wohin mit den Dings, die ich im Moment habe, das Zytoplasma. Wo ich das hin tun soll. Pack's mal oben in die Mobkiste mit, die jetzt neu ist. Ja, in der Mobkiste. Bei den Mobfarmen gibt's jetzt eine Kiste, wo der ganze Loot von den Mobs drinne landet. Achso. Das ist immer noch geil, dieser scheiß Wurm, der uns zum Panik gebracht hat, ey. hätte man eigentlich klippen müssen, ey. Ich hab's geklippt. Ah. Ich meine, ich muss meine glorreiche Flucht, wie ich sehe, dass das Portal kaputt ist, aber meine Teleportsequenz trotzdem schon losging, doch klippen. Hier hast du nochmal Lunakorn. Und eigentlich hatte ich auch, ich weiß nur nicht, wo er hin ist, ich hatte einen Dingssamen, Saatgut. Das hat vorhin hat irgendwer Kram bei mir mit aufgesammelt, als ich tot war und jemand beim Grab mitstand. Ah, ja, warte mal hier. Dann hat Tobi vielleicht den. Ah ja, der war Sonnenreis. Genau, ein Sonnenreiskorn. Jetzt platziert die Berg dann. Hast du Angst, die ganze Zeit aus Versehen die Bazooka hier zu drücken? Hast du nicht in der Hand? Die habe ich auch nicht. Das ist wertvoll, das ist Kiste. Ich muss dran denken, mein Wecker umzustellen, sonst stehe ich heute Morgen um 5 auf, obwohl ich erst um 8 mit dem Bus fahren muss. Oh. Das ist sehr schlecht. Oh, wir haben auch noch 7 Galaxietkisten, sehe ich gerade. Bisschen länger schlafen heute. Das ist das Coole an meiner Ausbildungsstelle. Ich kann Gleitzeit in der Ausbildung. Das heißt, ich werde irgendwann in der Bürozeit meine Arbeitszeit fertig machen. Da ich ein Fan bin vom früher Aufstehen und früher Feierabend haben. Verrückt, by the way. Das hast du nicht viel mehr vom Tag. Also ich finde ja Lüge. Später Anfang, früher Feierabend gut. Ja. So ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Ich hoffe, so sehr morgen wieder arbeiten zu können. Dann dir ebenfalls eine gute Nacht und viel Glück, I guess. Gute Nacht, Neva. Schlaf gut und träum schön. Alter, ich hab ein goldenes Dings gezüchtet hier. Sonnenreis. Nice. So, Leute. Neue Werkbank. Barberspitzhacke, Amboss. Oh, Instrumente herzustellen, die nur von den Bestien der Tiere vernommen werden können. Damit können wir da bestimmt das uralte Lied machen und so. Wahrscheinlich. Wollen wir den Amboss noch machen, um reinzugucken? Oder wollen wir lieber den Hydra-Altar machen?
Wie viel Solarit haben wir denn? Oder machen wir aber beides? Ich würde eigentlich gerne noch die Spitzhacke noch. Riesenkäfergehirn her. Haben wir doch, oder nicht? Haben wir? Ja, Riesenkäfergehirne haben wir. Oh, wo haben wir die denn her? Skarabäus vom Araka. Aber ja, können wir beides machen. Ich hole mir kurz noch ein bisschen Solarit, damit das passt. Ich wollte meine Spitzhacke auch upgraden. Aaron, Frage, machst du noch weiter oder gehst du off? Ich gehe off. Ich hatte erst überlegt, noch weiterzumachen, aber mit den Internetabbrüchen nervt irgendwie. Wobei, vielleicht, weiß ich nicht, letztes Mal waren es auch nur 2. Vielleicht mache ich auch noch weiter. Es war noch ein bisschen Rocket League. Oh. Ist ja nicht, ob Marc da zum Beispiel noch dabei wäre. Nee, ich bin auch gleich. Ist auch gleich weg. Ja, ich bin froh, wenn ich heute mal 2-3 Stündchen mehr Schlaf bekomme. Ah, ich war auch erst um 5 im Bett, das passt schon. Ja, dann würde ich gleich zu dir so viel besser. Ja, ich werde noch ein bisschen machen. Ich werde noch ein bisschen Rocket League anschmeißen bis zum nächsten Verbindungsabbruch. Oder bis ich vor Müdigkeit einschlafe. Ich mache noch eine Snackpause oder so. Und dann, gehe ich los. Oh ja, da ist ein Ozeansaphir, ne? Crazy. Ey, hast du gemacht, Marc? Nicht, dass du jetzt doppelt herstellen? Nee, hab ich nicht. Okay, dann mach mal. Was, da braucht man ja auch Solaritbarren für. Achso, das ist eine Tür. Okay. Was habe ich? Und du musst den Hydreiter machen. Ich hab den längst nicht im Inventar. Achso. Sehr gerne, Neva. Und dann bis zum nächsten tollen Donnerstagstream. Schlaf schön. Die Rüstung Solarit. Könnte geil Solarit, das Solarit-Schwert sieht halt irgendwie hingeschissen aus. Not gonna lie. Ja. See what you mean. Ah ja, für die Rüstung braucht man die Bummelkuglerplatten. Ah. War die schon wieder so nahkampflastig? Windspiel der Wildnis, Windspiel des Eises, Windspiel des Feuers. Ein rituelles Instrument, das durch Wind aktiviert wird, der durch seine Öffnung weht. Der Ton, den es anschlägt, ist perfekt abgestimmt, um eine Bestie der trockenen Einöde anzulocken. Oder der blauen Tiefen. Oder des grünen Dschungels. Brauchen wir Dschungelsmaragd? Brauchen wir Ozeansaphir und pinkes Hydra-Auge? Und weißes. Ah, okay, also wir müssen anfangen mit dem Dschungelsmaragd. Und da werden wir dann das eine Auge kriegen, um das nächste zu machen. Und da werden wir dann das eine Auge kriegen, um das letzte zu machen. Krass, ja, müssen wir noch den Dschungel finden und machen? Nein, die Dschungel. Tobis Rüstung so wild. Dreh dich mal um. Voll, ne? Als würdest du sie mit deinen Armen so an deiner Hüfte halten. True. Ich wollte den Boden hier nochmal ausprobieren. So, dann klinke ich mich jetzt hier schon mal aus und dann schafft man sich gleich, ne? Ja, geht. Klinken wir uns oben gemeinsam aus? Yes. Ja, ich dachte, du bleibst noch. Ach so, ja. Nein! Okay, du hast die Barbarüstung. Ist fair. Ihr lag kein. Die Haustür muss weg. Slash Kick Fatifa. Ja, die Haustür muss weg. Ja, ich war vorhin nur faul. Oh, und es ist 22 Uhr. Vielleicht renne ich sogar gleich nochmal ganz schnell zum Kiosk. Zum Kiosk? Noch ein Weinchen holen? Nee, noch eine Cola. Für so ein bisschen Koffein. Um so ein bisschen wieder wach zu werden und so. Piu, piu. Na, und da so. Mann, wenn ich jetzt Nitro hätte, würde ich den Sound von meinem Server abspielen. Welcher ist es? Cola. Waschbärbau, bin ich auf deinem Server? Hätte Tante Rainbows. Hoppelhasenvereinigung, ne? Ja. Gott, ich hab viel zu viele Server. Da. Cola. Aber wir waren das Trimax. Ja. What the fuck?
Moatifa, toller Name. Achso, die Zusammensetzung aus Mark und Fatifa gerade, ja. Schon stark, schon stark. Okay. Wo kommt das her? Dann sage ich schon mal gut's Nächtle, Gele. Dass das A und das F so überschnitten waren, dass es aussah wie ein O. Ja, ich sag auch bis gleich, ne? Ich weiß ja, wo ihr hin raidet, deswegen sage ich mal nicht tschüss. machst du jetzt noch lange Verabschiedungen und so? Nee, Shortcut. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Okay, weil dann bleibe ich noch bis kurz bis zum Raid, sonst wäre ich jetzt direkt in Pause gegangen. Jo, macht das. Nee, ich bin gleich da. Okay. Dann Aaron, bis gleich. Marc, bis wahrscheinlich Dienstag, ne? Ja. Genau, Corekeeper nächste Woche Dienstag wieder. Abendsmärchen, dann bye-bye. Bye-bye. Ich muss mal echt was mit meiner Cam machen, ne? Das sieht aus, als hätte ich mega die rote Druckstelle hier. Das ist halt minimal röter als der Rest. Naja, das Problem hatten wir schon häufiger. Oh, der Marc ist gleich mit weggegangen. Was? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich muss auf jeden Fall noch zum Kiosk. Holy shit, ich bin viel zu müde. Habe ich noch Kleingeld? Bargeld? Ja, habe ich. Okay, dann fahre ich gleich nochmal zum Kiosk. So, was wurde denn da? Kann auch nochmal so Tschüss sagen. Das ist lieb. Tschüss, Marc. Ciao, ciao. Schönen Ausflug dir. Ja, und viel Spaß. Schön. Trink nicht zu viel. Lass dich zu nichts zwingen. Jo, bis dann. Ach, das war ja lieb von ihm. So, das haben wir. Oi. Warum bin ich denn so müde? Ich habe eigentlich genug geschlafen. Da kommt nochmal ein großer Fisch und Baramona hat nicht gereicht für was Großes. So, aber dann gehe ich auch mal aus dem Discord. Und Live-Benachrichtigung, das bin ich selber, der zum 10. Mal live gegangen ist. Vorschläge klicke ich nicht drauf, das mache ich später in aller Ruhe. Ja, man kann es ja mal versuchen. Ich meine, Marcel hat letzte Season gewonnen und der hat einmal geangelt. Der kam rein und war so, ich angel jetzt, erster Platz, ups. So, es ist weird. Ich sehe da oben schon, jetzt sehe ich es auch da und jetzt sehe ich es auch da, okay. Eigentlich könnte der Alert fast ein bisschen länger gehen vom Sound her, oder? Ich habe auf jeden Fall mal mehr Bock auf Dancen. Und Hallöchen, Tobi und Konsorten, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen, ich reiße mich hart zusammen, euch nicht komplett zuzugähnen, denn ich werde müde. Aber ich habe schon gecheckt, ich habe in dieser Geldbörse noch ein bisschen Money und kann gleich nochmal schnell zum Kiosk flitzen, denn der hat eigentlich bis 23 Uhr offen. Und dann hole ich mir nochmal eine Cola und ein Energy. Und dann wird noch mal ein bisschen Rocket League gezockt. Das habe ich vorher lange nicht mehr gemacht. Und ich hätte mal wieder Bock, so ein bisschen Late Night Rocket League. Schadet nicht. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch ein, zwei Leute ran. Aber das schauen wir gleich. Wie war dein Stream? Würde ich ja fragen, wenn ich nicht wüsste, wie er war. Leute, wie fandet ihr Tobis Stream? Vielleicht fragen wir heute mal so rum. Chat, wie fandet ihr heute den Stream von Tobi? Also Leute, die von Tobi rübergekommen sind. Ich finde das eh immer funny, wenn nicht die streamende Person antwortet, sondern der ganze Chat von der Person so. Das hat man bei größeren Raids manchmal, dass man fragt, oh, was habt ihr denn gemacht? Dann kriegt man 10 Antworten, was gemacht wurde und wie es war, aber noch keine davon ist vom Streamer, weil die Person ist noch am Tippen und wahrscheinlich auch nochmal kurz auf Klo und so. So, ich werde aber auch mal direkt in den Lurky verschwinden. Das ist frech, Tobi. Du kommst hier an, dann kannst du jetzt auch mal ein bisschen hier bleiben, ha? Huh? Nein, all good. Ich verstehe dich. Ich merke, ich bereue ein bisschen, dass ich gesagt habe, dass ich länger mache. Aber ey, nichts, was Koffein nicht regeln könnte. Ich werde euch gleich einmal rüberschicken in die Clippause. Ich hoffe, die Clips funktionieren. Und dann flitze ich zum Kiosk und dann flitze ich in die Küche. Und dann komme ich gleich mit Koffein und Essen wieder. Und dann zocken wir noch ein bisschen. Klingt das nach einem Plan? Ich hoffe doch. Für mich ist es einer. Ich hoffe, mein Internet spielt mit. Ihr könnt ja mal alle ganz fest die Daumen drücken und euch in der Zwischenzeit die Blase entleeren, nochmal ein paar Snacks holen, vielleicht den Ton ein bisschen leiser drehen, denn bei Rocket League gibt es sowohl Musik als auch vielleicht ein bisschen Gebrüll. Mal gucken.
Genau, und hier, mein Bot sagt's schon, sucht euch schon mal Lieder für die Song-Requests raus, denn Spotify-Musik heißt, ihr könnt wieder euch Lieder wünschen. Essen klingt gut, hol mir auch was. So sollen die Pausen genutzt werden, nämlich sinnvoll. Und in dem Sinne, bis gleich. Die haben kein Aim. Oh, no, no, no. Weiß ich jetzt wenigstens, wo ich hing. Hallo. Ja, jetzt höre ich dich. Ja, ich habe noch Headset. Headset. Ganz ruhig. Headset. Steht aber 9 Stunden. Ja, ich hatte Internet und Dummheitsprobleme. Sexy Rohr gebaut. Ja, ich habe ein richtig sexy Rohr. Nein. Geh weg, geh weg. Du. Sind ja immer noch die gleichen Leute, nur verrutscht ist. Das ist so wie die Frage, wenn man den zweiten überholt, auf dem wievielten Platz ist man. Man muss erst, oder ich muss dann erstmal ein paar Minuten nachdenken, bis mir einfällt, ja, dann ist man natürlich auf dem ersten Platz, wenn man den zweiten überholt und nicht auf dem zweiten. Boom. Das wird Spaß. Ich hab ja noch Kekse. Ja, es ist, glaube ich, bei der Basis jetzt echt wichtig, dass wir die Schrottautos nicht wieder reinfahren. Oh! Oh. Jetzt können wir das auch alles safen, ne? Wir müssen ja nicht alles darunter fallen lassen. So, die auch noch. Au, au, au! Nicht alles darunter fallen! Warte, bis die hochklappt, stell mich darauf. Alles gut, alles gut. Hätte nur einen Schwanz in der Hand. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Shoutout könnte vielleicht so sein. Oh! Getoucht habe ich ihn, aber da liegt sowas. Ich hab's hier alle dreimal hops genommen und jetzt rein! Oh, mein Tor? Ja, ich hab ihn reingeschossen. Okay, ich hab sie einfach alle zweimal ausgespielt, glaube ich. Gerade. Ja, ich hab. Tobi? Nicht dagegen springen. Aber ich habe mein Ziel für diese Folge erfüllt. Ja, Rosi, geh mal live, bitte. Aber wenn man die Hände benutzt, macht's mir am meisten Spaß, Lucky. Sorry für deinen Kaktusraum. Das gibt's nicht mehr, glaube ich. Ah. Ach so. Ist ausverkauft. Der ist beim Wandern verloren gegangen oder so. Das ist, ich weiß nicht. Einfach so Klassenwanderung. Der ist verloren gegangen. Oh! Der geht. Oh, du Kleiner! Du Räudiger! Du! Oh, der war so schön und dann war Marcel da. Okay, ich habe noch nie so viele Punkte gesehen. In einer WhatsApp-Nachricht. Punkte? Hallo Aaron, ... Danke für deine Rückmeldung, ... XY hätte richtig Bock drauf, ... Dann treffen wir uns dort vor Ort, ... Super. What? Hä?
Was? Niemand hat was von Dreier gehört. Ich habe nur Dreier gehört. Was ist hier los? Doch, Dreier-Okterin-Quelle. Ach ja. Oh, ich weiß mal was gesagt wurde, mag nicht. Können wir? Nein, jetzt sind das zu viele Namen, jetzt wird's auffällig. Wir sind ein Köderrat. Geh weg. Geh weg. Geh weg, Ratte. Wer von euch hat eine Kippe angemacht? Ich tatsächlich gerade. Ich habe mir den Shit gerade eine Zigarette angezündet, auf einmal brennt der Raum. Oh Nils, dein Hecht ist aber schnuckelig. So, keine Ahnung, du sagst zu mir, ja, also ich bin auch neu und ich bin auch nackt. Fertig. Ende der Konversation. Also. Aber ich greife den Eltern. Ach, da ist es wieder. Ich hab's vermisst. Das Lauris Lachen. Ja, es gab eben auch wieder einen Clip mit Lauris. Ja, sehr so schön. Herrlich. Das ist so ansteckend, ehrlich. Dingseinstellungen hätte er sich bei mir gespeichert. Gott, verdammte Dreckscheiße! Nein! Wenn sie nicht mehr da ist, wo ist sie dann? Ich verstehe diese Note nicht. Ich soll klingeln und was ist das zweite da? Sieht aus wie ein Fernseher oder Mikrowelle oder so. Das dritte ist ein Stuhl mit einem Geigen. Geil. Es geht im Kreis und irgendwelche gelben Blitze und irgendwas Gelbes da und irgendwie diese Maschine oder der Gameboy oder whatever das ist. Triggerfinger mal fleißig am Fotos machen. Ja, ich... Ich will nicht mehr. Oh, falsche Richtung. Interessant. Nice. Wie macht? Ja, das in etwa bin ich mit kurzen Haaren. Wenn ihr jetzt das bisschen ignoriert, was da hinten noch rausguckt. So. Guckt nicht hin! Guckt nicht hin! Das Tier will ich sehen. Das ist ein Elefantenkörper mit einem Pferdekopf oder ein Elefantenkörper mit einem Pferdekopf. Also hat es einen Elefantenkörper und einen Pferdekopf oder hat es einen Elefantenkörper und einen Pferdekopf?
Du hast deinen Hack geschossen. Kamera jetzt hier noch. Zack. Zack. Ja, dann können wir das von mir aus machen, ja, ne? Dann aber mit Discord und im Discord keine Blackout im Gesicht. Echt? Ja. Ich fahre jetzt einfach immer so mit. Warte, geht das? Das ist viel geiler als auf dem Sitz. Bestimmt. Ja, voll. Leicht erectollen, aber Ich setze mich einfach gar nicht mehr auf den Sitz. Ich bleib jetzt immer hier. Ja, das Geile ist, wenn wir in der Base sind, ist unser Spawn. Irgendwas musste ich noch kaufen, weil ich davon nicht genug hatte. Ach, weiß, deine Pillen, die sind voll, ne? Ja, hab ich viermal. Okay, Ashfield Street House Albtraum. Meister hat Dobby einen Pinch geschenkt. Das ist übrigens eine Pokerbrille, da kann man nämlich dein Blatt nicht lesen. Schön. Vielen Dank für deinen Raid mit 10 lieben Menschen. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Was hast du noch gezockt? Laurus, drop den Spiegel. Hände hinter den Kopf, Spiegel auf den Boden und dann langsam mit dem Fuß zu mir rüberschieben. Ey. Würdest du mal nicht mein Haus abschießen? Was soll das? Oh! Hey! Sag mal! Ist alles nicht so strukturiert und geplant wie bei Aaron. Nils, du hast den größten. Josh. Na klaro, natürlich. Ich bin schon auf dem Windkanal und flieg dann nochmal runter. Ich steh auf. Oh, was? Oh Gott, wie lucky war das? Man mag es glauben kaum. Hä, was? Was hab ich gerade gesagt? Man mag es glauben kaum, Leute. Oh Mann, ich will so Hochhaus verlieren, ey. Hochhauch? Hoch, hab ich nicht gesagt. Also ich bin schon ganz froh, dass ich mittlerweile vom Gameboy weggekommen bin und größere Teile in der Hand habe, wenn ich spielen will. Das klang jetzt unglaublich falsch. Scheiße.
Kann ich da meine Kamera reingucken? Shiny Fixie heißt Fixie haben. Geil. Interessant, wie Ramona ihre Parts benennt. Ich mache dir mal wieder klar, dass wir sie hören. Was denn? Ich bin übrigens wieder da und der Stream hört euch so seit 8 Minuten zu. Oh, okay. Gott, das wusste ich nicht. Super. Fixie Hartmann. Braves Hühnchen. Wenn du da noch stehst, wenn ich da anfange zu bauen, stirbst du und du auch. Ich hoffe, das ist euch klar, ne? Wenn ihr mir im Weg steht, dann hau ich euch. Das gibt's doch nicht, doch bei Roller, scheiße. Oh, nee, die Orange. Willst du mein Freund sein? Ich nehme meine Kopfhörer hin. Oh, Mandarine. Verloren. Tschüss. Oh, Mandarine, Milone. Ich hab mich bei jemandem festgehalten und bin deswegen nicht gestorben. Das ist das. Der hat der. First one, got it. Willst du mich verarschen? Da gehört das Ei hin! Ja, ich. Ah, hier läuft doch schon einer rum. Hallo! Oh, zwei sogar. Perfekt. Oh mein Gott! Ja, ist ja gut! Sag ja, mal so: Ein Delirium ist funny. Zwei Plural von Delirium. Delirium-Mums? Oh, Delirium-Deli-Mums? Spiel ist Chris. Oh, ich dachte, ich fall da jetzt runter, deinetwegen, ne? Lök, ich mach jetzt Tomatensalat. Tomatensalat ist geil. Hab ich auch lange nicht mehr gegessen. Könnte ich auch mal wieder vertragen. Ich mag Tomaten nicht. Aber Ketchup. Ja. Hier ist auch Brot, aber kein Mehl. Kurtuan. Das war schon echt ganz nice gemacht. Ich finde das so krass, wie unterschiedlich. Oh Gott. Was sind das pinke Gebäude da? Da sind sie auch mehr Zombies auf den Dächern. Du wohnst doch bestimmt in dem knallpinken, was dann in der Stadt steht. Nee, ich muss. Was? Es gibt ein knallpinkes Haus? Stadtrand neben der. Oh Gott! Aaron! Ja, ich glaube, ich muss Aaron ein bisschen leiser machen. Ja, ich auch. Mehr Dings und warum sieht das aus wie ein Penis mit drei Eiern? So, Presse goes bonk. Warum bonk nicht? Das. Presse goes nicht bonk. Die drei Zutaten oder bin ich kaputt im Kopf? Cinderfloor, Sugar und. Ich weiß, woran es liegt, Leute. Schlagt mich nicht. Schlagt mich nicht? Okay. Ja, ich hab sie nicht angeschlossen. Red Bull Shots. Oh Gott, nee. Ja, wollen wir noch probieren oder wollen wir erstmal. 17 mal Bienenwachs. Ja, ich glaube eigentlich ready to go, Mark. Aber nur mit einem Container? Einmal das. Ah, ich kann dir noch ein. Das gibt's doch nicht. Jetzt fangen wir an. Noch mehr Roller. Halt die Fresse. Nein. Der Kunde steht nebenan aus. Oh, das sind die Schlüssel. Oh mein Gott. Ich bin irre. Was bitte ist das denn? Das sind Blitzableiter. Ramona, soll ich auf dich warten? Ich bin auch gerade wieder runtergefliegt. Oh! Was?
What? Ach, come on. Wie oft wollt ihr aufs Tor schießen? Geht ja nur ja. Er kommt gerade runter, ne? Ich hasse es. Oh! Ho, ho, ho. Oh! Ho, ho, ho. Was erzählst du denn? Ich freue mich auf die Flüche. Nein! Nein! Oh, oh, nein, 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 nein! Oh nein! Jesus. Was ist jetzt geflogen? Ich glaube, der ganze Aaron ist geflogen. Gleich wieder da. Sorry, Marc. Oh, nee. Ja, für du, ne? Der ist doch wahnsinnig. Oh! Oh mein Gott. Ich muss sagen, ist auch nicht unter Zeitdruck aufs Klo, aber es ist halt, also, ja, wenn ich aufs Klo gehe, dann bin ich auch froh, wenn ich da wieder raus bin oder so. Ah, zu weit rüber. Oh, oh, fast, oh. Oh. Gott sei Dank. Ich wollte zurückrotieren und bin deswegen von der Wand abgesprungen. Guck dir das an. Und dann kommt er genau auf mich zurück. Er kann ja mal runterfahren, ist doch gar kein Thema. Faking. Nein, ich weiß nicht, lass mal eh lieber auf was anderes warten, weil das Pferd ist zwar geil, aber es gibt geilere Sachen. Oh, er fängt auch, Achtung. Aber die haben Doppelfake gemacht. Fake nochmal. Ich auch. Fake. Nice. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte, Alter. Da ich hatte keinen Boost, die haben unseren Booster noch geklaut. Hallihallo, hallo. Hallihallo. Och nö. Ziel sicher in den Spalt. Und nochmal. So, hallo und herzlich willkommen in meinem Stream. Ich zeige euch heute, wie man Plate Up nicht spielt. Besonders gut bei Plate Up ist immer Musik, die dafür sorgt, dass ihr überhaupt gar keine Lust habt, das ruhig zu spielen. Indem er die ganze Zeit so macht. Dann wackelt das Auto ein bisschen, es sieht ein bisschen aus, als hätte da irgendwer Spaß. Nee, ich werde lieber so wieder fast kopfnose legt. Kopf. Hast du ein Heal? Turkey in a
cock in a turkey in a cock. Ja. Dieser Josef wurde gebannt. Uff. Last Christmas, Aaron und Tobi. Wir wurden geklippt. Ihr macht noch Paletten kaputt. Banana! Was? 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 Einige Levels, ich mag. Ich wäre mir damit gefühlt schon gar nicht mehr so sicher. Doch, du bist damit gestartet und du hast deutlich mehr gemeint als ich. Okay. Ist auf jeden Fall riesig hier. Was bist du? Achtung! Deswegen hat jemand keinen Boost. Oi, da hat jemand keinen Ball. So kleine Stückchen rausgebracht. Das ist so gut. Mhm. Kennst du noch? Also, ich hatte nie einen Fußfetisch, aber als Kind habe ich gerne an Füßen gelutscht. Ja, die und zwar gab es diese. Geht nicht, weil wir brauchen immer eine gerade Anzahl. Das heißt 22, die Hälfte von 22 ist 16, richtig? Ich stecke in der Ritze fest. Flugplatz Spatz nahm auf dem Flugplatz Platz. Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatz Spatz Platz. Der Flugplatz Spatz nahm auf dem Flugplatz Platz. Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatz Spatz Platz. Der Flugplatz Spatz nahm auf dem Flugplatz Platz. Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatz Spatz Platz. Ah, da rutscht mir immer so ein Sch dazwischen hinten. Je größer, desto geiler. Er darf nur nicht zu hoch sein, weil sonst, Ja, mit Skill. Nein! der heiße Scheiß. Umgedrehtes Omega, U im Vergleich zum U-Doppelpunkt-Laut, hat dieser Laut eine deutlich geringere Spannung auf den Lippen und Zunge. Die gerundete und vorgestülpte Lippen werden etwas gelockert und die Mundöffnung gleichzeitig ein wenig vergrößert. Die Zunge wird auch nicht so stark nach hinten gezogen. Das klingt wie eine Anleitung zum Blasen oder so. Sprechen Sie den Laut mit einer gezielten, etwas nach unten gerichteten Oberlippe kurz aus. Oh, halt, wir können nicht hier rumfahren.
steht ein Zug auf dem Gleis. Oh, bremsen, 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 bremsen. Oh mein Gott, ich glaube, das war knapp. Da hingucken gerade. Knapp war das. Oh. Es ist ein One gegen ich stehe quer vor seiner Schnauze und fahre die ganze Zeit so, dass er nicht an mir vorbei kann. Oh. Yes. Ja. Leute, macht's gut. Es sieht episch aus. Nice. Ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. Herzblut. Anderen rufen oder nicht? Für Eisen schon? Nein. What? 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 Was? Was? Hä? Geh da nicht hin. Geh nicht zurück, Mark. Geh nicht zurück. Was soll ich machen? Was zur Hölle? Ja, was soll ich da tun? Dass es gut ist und ja, es könnte vielleicht besser sein, ja, und es wird bestimmt auch nochmal besser. Aber, Referenz ist fucking gut. Wärst du unter den 3% der reichsten Menschen, wärst du einfach einer der reichsten Menschen. Wow. Paketbrote, ich hab doch. Oh, oh Mann. Okay, die war auf. Ich hab Ace. Drauf. Du hast Ace? Wenn, die hast wenn ich den killer, ja. Sehr schön, das musst du. Auch oh, das musst du schaffen, das wäre so lustig, dann bist du über den beiden, die dich flamen. Södele, da bin ich wieder und ich bin nicht alleine. Ich hab den Alex noch mitgebracht. Hallo. Oh, und ich hab ein grünen Pulli angezogen, das ist nicht so gut. Moment. Weil es geht erstaunlich gut. Das war mal schlimm. Okay. Greenscreen ist echt ganz gut eingestellt zurzeit. Oh nein, hier ist mir ohne Pulli zu kalt. Go. Das wird bestimmt gleich ganz hot in hier, ne? Getting hot in here, so take off all your clothes. I am getting so hot, I wanna take my clothes off. Das ist einer dieser Songs, der stecken geblieben ist in meinem Kopf. Verständlich, vernünftig. So, apropos so, Songs. Immer im Radio vor der Schule, ey. Nee, ich habe richtig lange vor der Schule auf dem Weg, ich hatte eine Playlist, die habe ich immer gehört auf dem Weg zur Schule und die hatte ich so sortiert, also ich habe die angefangen in meinem Zimmer zu hören und bin dann losgegangen und war zwischendurch noch auf Klo und so und wenn ich die Haustür verlassen habe, dann ging an Tagen wie diesen von Fettes Brot los und dann war ich immer so, zieh die Haustür ran, hab mein Haustür zugemacht. Fettes Brot? Nee, ist es Fettes Brot? Ach so, Entschuldigung, ich habe gerade zwei Sachen vertauscht. Du meinst diese an Tagen wie diesen, niemand, der mir sagt, lalala. Wieso? So. Genau, ja, Frühstück genau. Oder ich dachte, Abendbrot. An Tagen wie diesen von den Toten Hosen, dieser blöde ja. EM-Song oder was das ja, war. Nee, ich find's auch ganz schlimm, dass es zwei Lieder gibt mit dem gleichen, also wirklich genau dem gleichen Titel. Ja. Halt an Tagen wie diesen und an Tagen wie diesen. Und der eine ist halt richtig geil und der andere halt nicht. Der andere halt nicht so sehr. Ja. Ramona war aber auch kurz verwirrt, Alex, also nicht nur du. Nee, für mich gibt's nur einen an Tagen wie diesen und das ist von... Und das ist Freitag. Von Fettes Brot. Zieh die Haustür ran, lauf die Straße entlang bis zum Kaufmannsladen, denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Kann am Tresen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von einem Großangriff, viele Bomben auf kleine Stadt, viele Menschen ums Leben gekommen, in der Werbung gleich gemacht. Eine ordentliche Ansage für diese Brötchen, also die würde ich gerne mal probieren. Ist auch so ein Lied, wo ich so drei verschiedene Sachen habe, die ich immer falsch verstanden habe. und zwar, ein Vater steht dort im Staub. Habe ich immer verstanden, ein Vater steht dort im Stau.
Aber er steht halt im Staub und fragt sich, was mit seinen Kindern so. Und ich war immer so, steht halt im Stau und fragt sich, was mit seinen Kindern. Ergibt auch Sinn, ja, aber... Ja, voll. It's a little bit different. Minimal anderer Kontext. Ja. Beides definitiv stressige Situationen. Ah, oh, Ramona, na, Moment. Ich habe Songify noch nicht gestartet. Habt ihr einen Punkt mal wiedergegeben? Ist es connected? Login? Ist der Drink connected? Oh Gott, als ob der sich mein Passwort nicht gemerkt hat. What the fuck? Das ist es nicht. Das ist es. So, wo ist jetzt mein Handy? Immer diese scheiß Zwei-Faktoren-Authentifizierung, Alter. Success. Would you like to use this account as the chatbot? No. Chatbot-Token has expired. Ja, Moment, dann connecten wir den auch nochmal. Hä? Okay, ich glaube, er hat jetzt... No. Hat er jetzt einen Chatbot drin? Ich hab's gleich. Settings. Twitch. Bot Account. Abmelden. Hä? Ich wollte nur den Bot-Account abmelden, nicht das Programm schließen. Sonst lassen wir es einfach über meinen Account laufen, dann ist das heute so. Songify. Settings. Twitch. So, Account einloggen. Okay, ich glaube, er hat jetzt den falschen benutzt. Aber das ist auch so nervig. Nee, hä? Jetzt geht's. Crystals Crazy Minion. Nee, Companion heißt er mittlerweile, ne? Companion. Und mein Passwort. Bin ja froh, dass mir das von meinem Twitch-Account noch eingefallen ist. Wie ist wohl das von meinem Bot? War ich smart und hab das gleiche genommen? Nein. Hä? Okay, Ramona, probier mal, ob es funktioniert. Wahrscheinlich, wenn dann mit meinem Bot-Account. Oder es kommt vielleicht doch gar keine Nachricht, es kommt aber trotzdem. Aber ich krieg den jetzt hier nicht eingeloggt. Hä, das ist nicht mein Benutzer. Willst du mich verarschen? Cooldown. Didim. Okay, solange Cooldown ist, probiere ich noch. Es kann halt nicht sein. Er sagt, bei jedem Passwort, das ich probiert habe, es wäre falsch. Das ist eine Lüge. Passwörter und Autofill. Jetzt muss ich nur aufpassen. Warte, ich gehe mal. Die Szene... Ihr seht zwar eh nicht, was hier passiert, aber ich habe da immer so ein bisschen Schiss, dass ich dann doch irgendwas falsch mache und plötzlich alle meine Passwörter einfach so on-stream leake. Endlich. So, Twitch. Ja, PC-Pin. Und dann Crystals Crazy Companion. Das ist der Benutzername. Den habe ich schon mal richtig. Und das Passwort. What the fuck?
What the fuck? Das habe ich dreimal eingegeben. Aber vielleicht muss man wirklich auf Groß- und Kleinschreibung achten. Beim Passwort auf jeden Fall. Nee, beim Benutzernamen. Beim Passwort, oh. Ja. Ich bin schon gewundert. Nee, beim Passwort ist mir das bewusst, aber. Okay. 4, 2, 5, 9, 9. Nein, das ist nicht mein Passwort, Leute. Versucht es gar nicht erst. Das war mein Verifizierungscode. Und der hilft euch nichts, weil der ist jetzt benutzt. So. Would you also like to use this account as the chatbot? Ja, deswegen habe ich ihn doch eingeloggt. Okay. Perfekt. So. Das läuft. Du kannst Songs requesten. Ich zeige euch wieder Rocket League. Hol mir hier den Alex ran. Und dann würde ich sagen, tun wir es. Oh, Alex. Turnier? In, ja, Freeze. Also Free-Turnier in 7 Minuten. Ja, let's go. Melden wir uns euch jetzt an und machen ein bisschen Dingens. Dings, Ja. Okay, King of the Hill Freestyle? Ist die Frage, Freestyle oder King of the Hill? Achso, ja, also dann was. Achso, warte, King of the Hill macht überhaupt keinen Sinn bei zwei Leuten. Ja, aber trotzdem. Einfach hier Plays und so machen, ne? Freestyle. Ja, genau. Oh, Mist, du bist automatisch in den coolen. Nee, ich war nur schneller. Oh, okay. von Duan. Okay. Ich habe keinen unendlich Boost gemacht, so. Eine schöne Farbe. Oh, naja, halb so wild. Nochmal, Moment, das zählt noch nicht. Ich hole noch Anlauf. Oh, schade. Beinahe und so. Ups. Hm? Ich wollte das Spiel noch ein bisschen leiser machen. Double or not? Gar nichts. Oder auch nochmal Boost. Mach dein Ding an, Sinn. Ich will fliegen wie bei Marvel. Und Ramona, du bist jetzt noch weiter am Zocken, dein. Ich denke immer, das heißt I hit Bedrock oder so. Ich musste auf jeden Fall an Minecraft denken, aber. Oh, juicy. Es war Sandrock. Und nicht I hit, sondern I'm playing Sandrock. Drin ist drin oder so. Oh. Naja. Wie sagt man so schön in großen Teilen Österreich? Wurscht. Oh. Oh. Ui. Naja. Ja, ich bin weiter am Zocken. Und wie heißt das nochmal? Will mir den Namen merken können. My Time at Sandrock. Okay. Oh, okay, sorry. Ich kurz im Modus. Oh Gott, viel zu doller. Mach nochmal.
letztens so einen schönen Ground Pinch hingelegt, ne? Ich krieg's nett reproduced. Kann man auch mal machen. Was mache ich denn hier? Egal, ja, wenn wir es mal. Mist, den hätte ich dir lassen können. Voll gut. Ach. Voll. Okay. Wir bekleckern uns mit vielem, aber nicht mit rum. Muss echt im Freeplay mal mehr ohne Unlimited Boost üben. Oh Gott, ja, same. Ich bin viel zu sehr darauf fokussiert, dass ich mir denke, oh, ich habe gar keinen Vollboost. Generating Bracket, jetzt gibt's eine Zahnspange, Leute. Ich bin immer am Ball vorbei, Mensch. Ey, 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 Schiri. Das war Hand. Reifen, ich hab's genau gesehen. Reifen, Reifen. Gucke da, Reifen, Reifen. Im Flip war Reifen. Oh oh, schnell, schnell. Oh nein, nicht sehr salziges Karabeus. Oh, schade. Oh. Der klappen können. Und zu guter Letzt. Ja. Muss ich hier rausgehen? Ja, ich nicht. Okay. Oh, und ich bin direkt drin. Immer noch ein guter Song, Ramona. Na. Nette People. Er hat mich gechuckt. Oder seien die hängen geblieben?
Jo. Na endlich. Ich habe das Gefühl, ich werde dieses Spiel öfter gedemot werden. What happened? Nur so ein Gefühl. Ich muss Pets sammeln. Pets von dem sammeln. Da? Ja. Oh, da passt. Kannst gehen. Habe ich lange keinen Freeze mehr gespielt, ey. Die ganze Zeit Solo oder Twos. Ich habe in letzter Zeit doch das eine oder andere Threes gespielt. Aber halt privat Matches. Oh, du musst. Ja, alles easy. Oh, das ist ärgerlich. Was auch immer bei Birk dagegen, aber I take it. Guck dir den Birk an. Der war so, ich dreh um, ich fahre einmal komplett off-field. Also er ist ganz in der anderen Ecke vorbei und kassiert ins Team-Tor. Ja, Mensch. Ja, genau, Mensch. Typisch Mensch. Kannst du? Ja. Jo. I'll take it. Ich bin Herr Hoika, denn ich bin raus. Oh, schöner Rückpass. Ah, shit. Warum geht unser Team nicht? Egal. Damit ich reinmachen kann. Schönes Tal. Why did you have to say something? Nobody knows. Oh. Nö, okay. Oh. Oh, yes. What? Ja, okay. Hab mich verguckt? Ich dachte, du stehst da mit Full Boost ready. Mhm. Ich wollte doch gehen, aber dann habe ich dich gesehen und dachte so, geht der jetzt oder? Ja, warum muss ich was sagen? Ah, das ist alles nur Einbildung. Es gibt kein Instant Karma. Bam, mein Auto explodiert, ohne dass ich berührt werde. Ja. Ja, Mensch, schieß doch. Was macht er denn? Der wartet den ganzen Tag. Nur die warten, kommen in den Garten. Schade. Ich wusste nicht, ob der Backboard geht oder nicht. Ach, shit. War ganz schwer zu reden. Die mitkommt. Und drei Gegner in meinem Auto. Oh. Ach man. Nicht zu viel gewollt. Oh. Warte auf Bounce. Ja. Klose. Da saß die Hose lose. Schön.
Nice Shot. Dankeschön. Oh, 112. Denk. Huch, da fahren sie beide drauf. Ja, 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 sorry, sorry, sorry. Ja, du fährst doch schon hin. Du darfst ruhig schießen. Ist Teammate, ist okay. Nur nicht müssen, so wie ich. Den hat er nie. Nice. Das hab ich doch gleich gesehen, der steht viel zu weit vorne. Gut gesehen, schöner geschossen. Juhu! Jaha, Yoshi, it's me, Mario, Luigi and Brothers! Typ, der unbedingt Synchronsprecher werden will und deswegen alle Charakter sprechen, ob er kann oder nicht. Ja, genau diese. Hopp. Oh, schön. Oh, das ist ein Pass. Habe ich. Vorsicht, ist noch heiß. Schön. Okay, Teammate. Du. Ja, oh, er will nochmal. Holy shit. Ah, so close. Hast du gesehen, was da gerade fast passiert ist? Nee. Ich gerannt kann. Hab fast einen Flip Reset gemacht. Oh. Okay, zurück an die Wand, I guess. Oh. Not like this. Not with me anyway. Ui, Rocket. Ja, wir spielen ein bisschen Rocket League. Finally mal wieder. Ja, also, Mann. Ich spiele vormittags immer mal wieder so ein paar Stunden, aber vormittags bin ich immer zu müde. Ich brauche die Nachtsmüdigkeit. Weißt du, dieses noch nicht wach sein ist was anderes als schon wieder müde sein. Und wenn ich müde bin, spiele ich besser, als wenn ich noch nicht wach bin. Ich das weiß nicht, warum. Irgendwie... Hm? Relatable. Sorry, ich hab grad... Hä? Cannot matchmake by registering for a tournament. Ich wollte mir die Items angucken und nicht matchmaken. Mir willst du nie Rocket League spielen. Ich hab dich echt nicht auf dem Schirm. Und du warst du nicht auch viel zu hoch, Deki? Warst du nicht so GC C3 oder so? God damn. Meine mich da an was zu erinnern. Aktuell C3, ja! Werd mal schlechter, dann spiele ich mit dir. Ich weiß schon, was als Antwort kommt. Werd mal besser, Zwinker-Smiley. Ja, try so hard, aber ich komme einfach. Ich spiele zur Zeit, glaube ich, hauptsächlich zu unregelmäßig. Oh, lass uns wieder regelmäßiger spielen. Ja, ich kann schlecht spielen, wenn du willst. Nee. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Außerdem, ein C3, der schlecht spielt, ist immer noch besser als ein C1. Oh, hi. Sorry. Ja. Da wurde ich komplett weggeheatet. Upsi, pupsi. Ultimate Block. Blocks Block. Sind halt echt nicht gut. Ich hab gar nicht drauf geachtet, ob wir Dia oder Champ-Turnier spielen. Ah, schade. Ich glaube, es ist Dia. Think so as well. Oh, vor allem wegen diesem Move gerade. Oh Mann. Mm-hmm.
What is happening? Pass, pass, pass. Schade. Joachim, weil ich da gerade noch eine Demo rausgezaubert habe. Shit. Oh Gott. Der kann uns auch nicht mehr helfen, ja, wenn ich unter Ball vorbeiflippe. Ich bin von diesem einen Typen gecarried. Der ist mechanically so viel besser als die anderen beiden. Mit mir Drogen nehmen. Huch. Oh. Schönes Ding. Dachte, ich muss den doublen, hab schon richtig Schiss gehabt. Wieder Pass. Danke. Ein Ort, an dem dein Schatz schlummert. Ui. Ja, Teammate, komm. Oh, Buddy. My body went over the ocean. Natürlich der Bump. Kann ich auch. Oh mein Gott, es hat fast geklappt und ich war rückwärts, oh. Alter. Oh, nice. Okay. Das war auch crazy Pass. Abgesehen von denen, mit denen ich immer spiele, bevor jetzt irgendwas kommt. So. Er ist. Schönes Teil, ja. Ich habe heute, heute Morgen, glaube ich, war es, oder gestern Morgen, einen High Five geschafft mit einem Random. Lepo. Bin ich tatsächlich von der Wand abgesprungen und in ihn reingeflippt. Lepo. Okay. Oh Gott, ja. Zum Glück ist er da. Nice. Nice, ist halt ein schönes, schöner Pass. Dankeschön. Schön Spaß. Oh ja. Ich bin Boosterino. Schönes Teil. Schade. Schade. Oh, das war nicht gut. Oh, das Gott. War nicht. Oh mein fucking Gott, Alex! Wenn man es mal spannend machen will. Triple Touch. Oh, shit. Crazy. What? Lego. Ah, ne, Klemmbausteine. Oh, war ein Pinch. Ja, Mann. Geil, ich hab mich gefragt, wie der so schnell wird. Das war absolut crazy gerade. Oh. My bad. Ja, die werden so krass gecarried. Okay.
Gorp. Bin ab. Ich zähl dich am Boden. Außer die Erdanziehungskraft. Und so. Huch. Doppelhuch. Oh shit. GG. Let's fucking go. Let's fucking go. Aber ein Papagei, und der spricht mir alles nach, was ich sage. Kriegst du auch das richtige Tempo hin, wenn ich immer schneller werde beim Reden? Nö. Ich meine, Alex will Crack haben. Alex will Crack haben? Was? Oh? Nein, nein, TOS. Alex will Cracker. Steht hier irgendwo eigentlich, was für ein Turnier das ist? Spielplan, Belohnungen, Benutzung. Ah, ich bin auf jeden Fall Diamond Tournament Rank. Dann wird's Diamond sein. Außer du bist High Champ. Nee. Psyonix, please. Schon mal ein guter Teamname. Sind aber auch Dreier Premates dann, ne? Jupp. Yep. In der Tat. Rocket League hilft, um die Wachstumsphasen der Haarwurzel zu verkürzen. Was? Hm. Immer wenn jemand oder ich in der Tat sage, muss ich an die Alpecin-Werbung denken. Okay. Kennst du die? Nope. Das war ein Klassiker der Werbeindustrie. Wirklich, das ist halt so ein Typ in einem halt so Nullerjahre animierten Greenscreen-Hintergrundlabor einfach, wo halt irgendwie im Grunde nichts passiert. In so einem chlorweißen Kittel. Und dann sagt, fragt halt irgendwer, glaube ich, so, der hilft Alpecin wirklich beim Haarwachstum? Und dann kommt er halt so ein Random-Ass-Doktor. Ja, in der Tat, Alpecin hilft, die Wachstumsphase der Haarwurzeln zu verlängern. Und während er das sagt, zieht er halt mit so einer schlechten Computergrafik so einen Graph von links nach rechts. Und dieser Graph ist halt völlig nichts. Also, es ist einfach nur eine Linie, die nach oben geht. Oh, das ist nicht gut. Naja. Und weil Rocket League so stressig ist, habe ich es gemacht, so wie ja, in der Tat, Rocket League hilft, die Wachstumsphase der Haarwurzeln zu verkürzen. Sorgt für Haarausfall auf jeden Fall. Ja, genau. Oh. Och, hätte auch mal treffen können als Ausgleich für eben, ne? Oh, geht drauf, das finde ich schön, auch ohne Boost. Hat ein bisschen was im Kopf. So. Das ist unangenehm. Oh, shit. Ja. Bin ab. Mhm. Oh, ja. Faker. Die haben Böcke. Mhm. Zum Glück haben wir Steine. Okay.
okay. Irgendwann ist auch mal gut, ne? Mhm. Oh Gott, fuck. Oh no. Unser armer Teammate. Ja, ich bin gerade an allem vorbeigesprungen, dieses Spiel bisher. Und ich habe 22 Punkte, irgendwas habe ich mal getroffen. Ich bin starved. Zu dir? Ich muss Pads sammeln, ich muss Pads sammeln. Oh. Alter. Den hättest du auch ohne Pads bekommen. Oh! Bivonka, ich habe das goldene Ticket. Lass mich rein in deine Links, in deine Schokoladentafel. Mhm. Oh, er misst, ernsthaft. Er auch. Jetzt so ein Banger nach vorne. Ah, der ist schon ab. Okay. God damn. Was mache ich hier? Ausrotieren. Nee. Ja, das mache ich eben nicht. Ach Mann, ey. Und ich sag's und fahr trotzdem nicht zum Ball, das ist halt auch stark. Schöner Pass und oh, Fake. Oh. No way. Nice one. Okay. Gucken wir uns nochmal an. Imagine. Wie hast du denn da noch eingepuppelt? Oh, schön. Der hat auch mal mitgeholfen da. Ja. Meine Kickoffs sind in letzter Zeit irgendwie nicht so. EP Gaming, los, los, los. Oh ja. Mhm. Oh. Das war so knapp. Oh, das war auch so knapp. Ich schieß zu dolle. Fangen an, sich zu verzetteln. Wir haben voll den guten Teammate bekommen. Ja, also er ist manchmal wirklich ein bisschen sehr defensiv, weil er so null Trust hat, dass wir zurückrotieren. Aber das verstehe ich. Wenn ich aus random Plays komme, dann bin ich genauso. Hast du? Ich dachte, geht nochmal die Latte. Ja, oh, ey, aber da hätte ich auch oben rumfahren müssen. Niemand nimmt dir den übel, das war richtig AIDS zu reden. Oh, er hat sie vor allem noch berührt, man hat's gehört. Es hat nochmal Tock gemacht. Ja. Oh, ich war mir so sicher, dass der nochmal rausgeht. Hab den 100er verpasst. Oh, wow, so ein schöner Linker. Richtige Antifa. Das Ding. Lass durch, lass durch. Hm, okay. Ich hätte ihn auch nicht gelassen. Wenn ich da schon so dran klebe und Kontrolle habe. Ja, dann ja, ich dachte irgendwie. Ja, ich habe mehr Boost als er. Ich bin auch fast dran. Alle drei oben von denen? Ja. Brother.
Oh no. Okay. Ah, schade. Oh Mann. Das war da wollte ich aber auch zu viel. Ich war so, okay, komm, die kriege ich jetzt auch noch ausgespielt. Weil sie waren da beide. Hätte ich den rübergeluft gekriegt, wäre einfach schießen sollen. Verdammt! Oh, wie konnte ich den denn verfehlen? Der wäre so wichtig gewesen. Ja. Noch einen zum Mitnehmen? Ja. Schade. Aber ey, schöne Warmspielspiele. Jo. Solides Tournament. Oh Gott, ich sollte dringend mal einen Schluck Wasser trinken. Tun Sie das. Trinken bitte. Denn es ist wichtig und richtig. Prost. You girl, I need girlfriend, please. I'm solo. 4 years solo. Ja, warum wohl? Wahrscheinlich, weil er 4 Jahre alt ist. Fußpilz, kommst du run? Alex, kommst du in meine Gruppe? Ja, da bin ich wieder. Ach so, ich dachte, ein Schluck Wasser trinken heißt, du trinkst halt einen Schluck. Ach so, ja, das ergibt Sinn. Aber nee, ich musste mir noch schnell einen Becher holen. Und dann habe ich gleich 2 getrunken. Hast du ordentlich gebechert? Richtig. Da 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 nicht bastet. Wie heißt das? Bumpt. Bumpt. Läuft fast das Gleiche hinaus. Busted. Zu dir. Oh, schade. Die bestanden richtig gut als in der Defense. Ich fahr. Okay, ich hole noch Boost. Oh! Warum rotiere ich immer über... Oh. Warum konnte er das? Bang. Kann er. Oh. Der hat eben schon einen crazy Flick gemacht, dann kann er auch sowas. Aber das können sie nicht, ne? Die Winkelerino. Dreieck und macht einen Kreis raus, Wahnsinn. Die habe ich im Solo gelernt. Rechts. Oh. Du? Art of Touch. Ja, der war ich. Okay, zu lange gewartet. Ja, aber nur die warten, kommen auch in den Garten. Geht in jede Richtung. Schöner Block, in der Mitte. Oh, ein bisschen zu doll. Passt aber. Ui, nice. Ich kann auch nicht reden, ey. Ein bisschen zu doll, Das ist okay. Splash. Oh. Das ist aber nicht rechts. Oh, was? Okay, damit rechne ich nicht. Die Challenge. Hab nur ihn. Du. Oh ja. Er ist schlauer als ich. Hat er dich gefaked? Nein. Ja, doch. Ja. Nein. Also,
Er hat dich ausgedribbelt auf jeden Fall. Ja, ja. Rüber? Och, ein letzter Touch hätte ihn reingedrängelt. Ich bin noch dran. So, jetzt nicht mehr. Ah! Was? Aber ich hab ihn, ich hab ihn! Oh. Schade. War fast eine Rule. Ja. Der liest mich wie ein offenes Buch mit geschlossenen Seiten. Bäh. Ui. So. Ich gehe. Direkt! Nein! Oh mein Gott! Bin weg, ne? Ich hab mir Boost von vorne. Wollt ihn bumpen? Schön. Dreh dich, Auto, please. Crazy clear. Bump. Boah. Nope. Kann ich. Jetzt kann ich. Gitos Gigantus! Aua! Spawn hinten rechts. Okay, hat diesen stopped. Okay, jetzt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, unser Skillbereich ist ein bisschen ausgeglichener zwischen uns beiden. Yep. Jeet. Ja, das kann durchaus sein. Fake. Rechts. Nee. Schade. Aber der Pass war gut. Du? Ja, der war wunderschön. Auch nicht. Kannst du mal. Und oink. Schade. Ich versuche zu challengen, aber er hat mich gleich hier. Oh, never mind. Oh, guter 50 ist immer schön. Hab ich. Sorry. Ah! Sorry. Du? Habe ich. Hat er von mir. Schöner Block. Danke. Mensch. Ich bin schon wieder zu Chasey. I know. Oh mein Gott. Hä? Er hat den Auslöser selber reingemacht. Oh mein Gott, der ärgert sich so sehr. Er ärgert sich so sehr. Oh mein Gott. Er ärgert sich so sehr. Ja, die haben richtig crazy doch.
Uff. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist so mad. Er tut mir so leid. Feels Madman. Feels Batman. Ach, I am Batman. Der eine war einfach Silber. Hat aber auch besser gespielt als Silber, also whatever. Rocket League ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich bin Kehlkopfentzündungsman. Oh, nice try. Und raus. Jo. Ach, ich dachte, ich kann's delayen. Fest, oh boy, here we go. Schade. Ja. Ich nehm. Ich oh, ich dachte, er faked mich. Ich dachte, er faked mich hart. Schwierig. Ich bin schon da. Ja, Digga. Dann faked er. Ja, der MTF, der hat richtig Bock. Ich weiß halt einfach genau, was er machen muss. Ich hätte nur einmal kurz springen sollen. Ja, und da sieht man aber auch die Power auf Bounce Dribble. Ey, ich kann besser Ground dribbeln als Bounce dribbeln. Das ist echt ein Problem. Links. Bounce Dribble theoretisch einfacher und so stark, wenn man weiß, wie man es benutzt. With the power of friendship. I'll take it. Nice. Schöner Try, though. Ich hätte ihn dir gegönnt. Ah, oh, falsche Richtung geflippt. Fake, fake, fake. Okay, das war mir zu ungewiss. Mhm. Ich will den Bounce. Hm. Oh, pass mal. Vorsicht, der kann schnell. Hinter dir. Mist. Ja. Klar. Oh, die Richtung stimmte. Ich dachte mir, okay, den pinche ich mit ihm, aber leider ging's Ziel. Den gehst du? Keine Ahnung, der wartet den ganzen Tag. Du musst. Hi. Ich kann nur die Lane. Oh, I am Confusion. I am Confusion. Bin die Verwirrung in Person. Yep, nice. Eigentore zählen nicht. Ich hab noch nachgetreten. Rechts bitte. Oh ja. Danke, schöner Pass. Danke, guter Schuss. Ich war vorhin so, geht er nicht Decke? Ah doch, er geht, okay. Hab ich.
Mate ist leider auch nicht ohne. Kannst du? Oh, schöner Catch und Schuss und Tor! Alex vor! Wuhu! Ja! Sehr smooth. Du weißt schon wo. Oh, naja, ich kann nicht, ich bin so weit weg. Okay, never mind. Was machen die? Sind die Rollhasen? Oh boy. Oh, er schießt doch auf lang. Provoziert er ein Tor. Nicht damit gerechnet, dass er von da auf lang schießt. Toll. Ein, zwei, nee, 4-8. Fast, Ramona. Fast die Straße geangelt. Links bitte. Da. Ja, der hat irgendeinen Klebstoff geraucht als Kind. Okay. Lack gesoffen, meine ich. Mhm. Wow. Ich kann's noch. Hab's nicht verlernt. Die Eigentore in letzter Sekunde. Bam! Rechts bitte. Oh, ich hätte mein Leben gegeben für dieses Tor. Ich spiele nicht um zu gewinnen, ich spiele um solche Tore zu schießen. Fake. Knapp. Pinch! Oh, ja, geh rein! Ich hätte unser beide Leben gegeben, ohne Absprache. Was? Same. Sehr gut. Das wäre so cool geworden. Oh, schade. GG, though. 6 GG, Alter. 6 GG ist das wert. Mhm. Okay. Also gehst du. Sorry, ich war noch am Kauen und Paniken. Bin dran. Ah, natürlich bammte mich, oh mein Gott. Du weißt, dass wir jetzt orange sind, ne? Ja. Okay. Mitte. Ja. True. War aber überfordert von der Flugbahn. Verständlich. Ja, absoluter gigantischer Unterschied zu den Spielern davor. Wahnsinn. Ich. Nee! Das kommt, den glaub ich, den glaub ich, den glaub ich. Wo? Okay. Also, ich wusste doch, dass du gefragt hast. Ich hab genau in dem Moment geräuspert und ich. Kaum verstanden. Ist auch ein Fragewort fürs lautet was?
Oh ja, oh ja. Ich war mir nicht mal sicher, ob du... Achso, shit. Ich war mir nicht mal sicher, ob ich dich wirklich gehört habe. Okay. Das war so zeitgleich. Kommt mal Mitte. So gut verdeckt. Ja, ich bin nicht ganz da. Ja, Block. Boah. Ja. Oh, ich hätte nicht gehen dürfen, nicht Dulli. Alles gut, alles gut. Oh boy. Crazy. Oh, shit, ich hau wieder zu doll auf meine Tastatur, ey. Finch. Oh. Doch nicht. Ja, ich hab's versucht, ich bin viel zu hoch angesprungen. Finch, ich halt mit der Decke, wenn du nicht willst. Look at this. Okay, war kein Pinch, aber fast. links, bitte. Das hat sich angefühlt wie einer. Mhm. Oh, falsche Seite. Oh, nice, danke. Oh, oh you sexy little Alex. Noch einmal reingehen können. Tut so weh. Oh. Was? Worauf wartet er? Ah, okay. I see. Ja. Oh. Ein bisschen durchgeflippt. Ach, Mist. Lukas? Aua. Ach. Solo. Oh, nee, da sehe ich mich. Warte. Ich trete nochmal ein bisschen nach hier. Um Gottes Willen. Jetzt habe ich fast nochmal Left the match, ja, verstehe ich. So, aus irgendeinem Grund bin ich aus der Party geflogen. Klassiker. Warum finden wir so schnell Spiele? Ich will doch nur in Ruhe zwischendurch ein bisschen essen. Was gibt's? Achso, die Brote. Mhm. Oder was? Fuck, fake, fake, fake. Kommt. Oh Mann. Oh, der geht ja doch hoch, fuck. Jo. Alle Zeit der Welt. Ich dachte so, okay. Ja, ich habe bei dem nicht gesehen, wo das Tor war und hatte ein bisschen Angst und dann habe ich das Timing verkackt. Die Wand hoch. Ja. Was? Ah.
Dachte, du kommst schon wieder. Mach, ich mach. Ach, schade, ich wollte ihn dämmern. Bin hinter dir. Du. Hab ich. Bin noch Mitte. Oh, schön. Da hab ich die Kurzhaps genommen. Und das sehr elegant und elegant. Mischung aus elegant und intelligent. Habe ich intelligent gesagt? Elegant, hast du, glaube ich, gesagt. Oh, ups. Schöner Block. Oh, ich habe Angst. Oh, ich werde gebammt. Stand auch auf Position. Ich flieg wie ein Flieger und ich block wie ein Krieger mit einem Schild. Wow, what? Oh no. Okay. Warte noch kurz und bin Backboard. Noch nicht Backboard. Okay. Er wollte nicht hoch. Hab ihn. Ja, den Ball noch. Schöner Block. Danke. Der raus, ja, ne? Ja. Oh, nice. Ein bisschen Delay hat noch nie geschadet. Ein bisschen Delay tat noch niemandem weh. Außer dem Gegner. Wie ich hier sehe. Ich hasse diese Bounces von der Wand. Bin dran. Ich bin doch auch noch hier. Achso. Oh, schade, der Demo wäre richtig gut gekommen. Mitte, vor uns. Ja. Ja. Every time. Every time I jump, I feel like stupid. Jedes Mal falle ich drauf rein. Mhm. Fake. Bin dort. Bin hinten rechts. Abgeschossen, ging nicht rein. Jojojo. Ach. Geht. Nicht. Aua. Der hat was gegen mich. Aber nichts Effektives! Dachte auch kurz, verdammt, den hat er gut gehalten. Aber ich trete einfach nochmal nach, wenn sie am Boden. Was? Rechts? Fake. Ups. Einfach gelogen! Den Fake gefaked, ich pack's nicht. Ah. Oh, der liegt ja vor dem Tor, ich dachte, der ist in die Ecke. Ja, LOL! Ja. Ja, wir schauen uns das nicht an. Gute Entscheidung. Oh! Warte, okay.
Nee, hat er nicht. Okay, gut. GG's. Hab, 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 hab. Bip, 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 Backboard. Oh, what a block, ich bin da. Und ich schieße viel zu hoch. Bin so doof. This is a certified Hood Classic. Oh, schön! Stark. Einfach mal flach weg. Absolute Doinker. Spanish. Ah. Ja, dann, no problemo. Den haben wir nach vorne geklatscht. Gemeinsam. Als Team. Nice. Schade. Ah. Oh, jetzt ein Banger. Ja, nee, eher so ein Hänger. Der Winkler hat sein Geodreieck rausgeholt und einen Zirkel gezogen. Goldrichtig. Guck mal, quasi nach hinten geschossen. Stand mit dem Arsch zum Tor. Nee, schlecht der Hecht. Rechts, rechts. Flieg schon. In dem Grund. Ah, deswegen. Schade. Arg. Und wie läuft's bei dir, Ramona? Knapp. Ja. Ugh. Du nochmal. Oh Gott. Das hat er leider gelesen. Ich musste meinen Flip from Flip Reset einfach nehmen. Ching! Doppelte Double Kill! Wow, der hat Power! Okay. What happened? Keine Ahnung, wie der so viel Power dahinter gekriegt hat. So viel unusual Kram auf einmal. Links bitte. Gut, hab gerade eine recht große Quest, wo ich viel herstellen muss. Nice. Der lässt das nur einmal mit sich machen, ich merke schon. Oh. Ja, ich bin leer, ich bin leer, ich bin leer. Ich bin, ja. Bist du Lehramtsstudent? Jo. Ich studiere, warum alle Ämter leer sind. Hab, hab, hab. Hab, 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 hab. Ach, schön gesehen, Alex. Nimmst du? Ja, ja. Okay. Oh. Ach. Fake. Du? Was macht er denn da?
Ein Touch noch. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann nicht mehr, Alex. Ich kann nicht mehr. Ja, ich mein, guck dir das so mal an. Ja, und dann guck dir das an. Und mein Herz. Und ich bin doch schon fast 30. Und... Wo? Komm mit. Leute. Oh. Wenn wir da easy reindengeln können. Und dann so... Und dann das. Da bin ich in ihn reingedengelt. Das war nicht seine Schuld. Glaube ich. War zumindest mein Plan, ja. Lol. Fake, fake, fake. Spanish. Leider den Ball leicht berührt. Oh. Oh ja, ich hab's. Genau in dem Moment, ich bin so drauf zugefahren und war so. Warte, Alex hat keinen Boost. Dann sollte ich. Verdammt, ich hab ihn genommen. Zurück. Mhm. Siehst du? Oh ja, nice. Eigentor? Na, fast. Oh. Okay. Schön. Bin Mitte. Ganz schnell, Dolle, was auch immer. Oh, der ist crazy. Ah, das war... Ich bin leer. Nice. Amts. Stu. End. Kriegst du? Nee. Oh, ich bin in einer ganz schlechten... Okay. Danke. Ah, ich habe ihn nicht ganz rumgekriegt. Aber beinahe wärst du zu einem zweiten Date gekommen. Dann kriegt er den rein. Und dann kriegt er den rein. Schenk ihm rein Wein ein, wenn er den rein Wein kriegt. Hm, läuft ja noch. Bin schon am Essen. Fake, 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 fake. Ja. Da, die faken selber. Oder so. Flieg schon. Ah, ja. Schön. Let's go. Ich bin so froh, dass ich nicht gefaked habe. Dass ich hab gesehen, dass er irgendwie Faxen macht. Im Kickoff. Links. Ah! Wir beide aber auch. Schön. Kommt. Ich hab nicht gesagt, wohin. Ja. Sie haben eine neue SMS-Kurznachricht. Die Nachricht lautet... Hallo. Um diese Nachricht zu löschen, drücken Sie die 1. Nee! Oh, what? Vorsicht, geht nicht ran. Oh Gott. Schade. Oh, schade. Hätte mich eigentlich ruhig mal dämmern können. Ach, Käse. Schnitzel. Das hätte ich dir auch lassen können. Irgendwas Pommes? Currywurst Pommes. Oh, boah, könnte ich jetzt rauf, ey. Hm. Schön. Nee, ist doch nicht Kumpel. Hm. Boah, ey. Oh, nee, ich hasse mein Leben manchmal. Damn. GG. Sehr relatable.
Ja, wir haben wirklich wenig Spiele gespielt, schlagen uns aber sehr gut. Turnierspiele. Passt. Perfekt unter die Latte gedongelt. Ronald? Gedongelt. Mac. Wie du siehst es, vielleicht hätte ich auch mal reden sollen. Mhm. Schon, ja. Hätte geholfen. Ja. Oh. Zu dir. Okay. Oh, what? Okay. Oh. Ich bin nicht da. Balali, tralala. Ja, ich hätte nicht gehen dürfen. Juhu. Ja, das ist mein Job. In der Defense overcommit. Aber du hast so schöne Dinge gemacht und da wollte ich für dich da sein. Fake. Oh, interesting. Nee! Come on! Ich hab so gut gezielt und so schlecht geschossen. Und der Andi kommt da nochmal ran. Der Andi kommt an die Bälle ran. Was mach ich denn da? Das frage ich mich auch gerade. Der Brandy, der faked. Also, ah, der hat gemisst, dann kann ich hier hin. Bam, Andi ist da. Links bitte. Ja. Stopper. Oh Gott. Alter! Oh mein Gott, ja, kann ich noch besser passen? Zu dir. Du. Ja, dann. Nee, ja. Oh. Ja! Packen alle Fehler in ein Spiel und so. Ich würde mich um einiges sicherer fühlen, anzufahren. Wenn ich rausfahre? Ja. Fühl ich? Kenn ich andersrum? Ja. Aber ich hatte Sorge, dass wenn ich rausfahre, dass sie dann ranfahren. Aber trotzdem hast du recht. Das war mein Job, Brandy! Hm. Hast du davon? Oh. Ja, okay. Ah, wo ist mein Auto? Da, okay. Ich bin ein bisschen lost hier drüben. Wäre ich mal länger lost geblieben. Wir sind beide komplett starved.
Schade. Bin ab. Ach, was wird das denn mit dem Touch? Schöner Fake. Ja, okay, gut. Ich war mir nicht sicher, ob das auch wirklich als Fake durchkommt. Nee, ich hatte Panik, aber dann dachte ich mir, ja, okay, es passt alles. Und der Gegner hat genau gewartet, gesehen, du bist vorbei und dachte, er kann ran. Also für den Gegner hat es super funktioniert. Für mich war es ein bisschen Panik, aber das ist auch okay. Kann damit umgehen. Jo, so trainiert, oh. Hi. Das ist Timing, ne? Oh, what? Okay, my bad. Oh, crazy save. Und ich verkack's. Hallo. Ja, der Andy ist einfach on point. Ist doch immer so belästigt beim Versuchen, Ball reinzubringen. Also guck dir das an, ey. Nee, jetzt hier noch nicht, aber ich kenne das Problem prinzipiell. Fake? Oh boy. Die haben einfach besser gespanished als wir. Jupp. Also gut, wir haben auch nicht gespanished, aber. Tja, vor allem so, Aki, die haben wir noch nicht gefaked, ne? Und kurz nachdem wir den Fake hatten, weißt du, doch, fuck, das waren die, die dann Spanish gemacht haben und mich fast gekillt haben. Noch Pumpe. Komm, Eigentore und dann aufgeben. Oh, nicht mal das kann ich! For real 57? Ne, glaube ich nicht. Sind eher 12. Huh. Hoch. Interessante Kickoff-Strategy. Oh Gott. Was? Oh, crazy save. Bin dran. Okay. Ah, oh, schade. Ja, ich bin Oliver Kahn gerade. Oh, schade. Ich gehe Defense. Okay, ich gehe rein. Memo? Nee. Block, schlecht. Schmacko, fick dich doch, Alter, du Kackpratze! Oh Gott, ich hab komplett verkackert. Jupp. Oh. Richtig, ich gehe. Geht der nicht. Alter. Oh. Ich bin weg.
What is happening? Kein okay. Tor. Ist nicht. Schade. Du? Hier? Ja. Oh. Good. Crazy Pass. Das wollte eigentlich ein Double sein. Ja, das habe ich mir fast gedacht, du. Und dann geht es. Ich glaube, ich habe zu lange kein Energy getrunken. Rechts bitte. Ah. Da macht's Klick. Ja, ich habe die ganze Zeit so unterbewusst gegrübelt, so mit irgendwas ist anders als das. Aber ich weiß nicht was. Und dann. Und dann sagst du so Energy und der Hintergrundprozess und mein Kopf ist endlich beendet und ich dachte. Oh, Freedom! Ja, ich habe nämlich auch schon überlegt, ob ich einen ADHS-Test machen sollte. Finish. Oh ja, ja. Oh. Schön. Was? Oh ja, den hat er noch. Einfach ein Cheater. Ups, okay, cool. Na gut, ich mach. Okay, ich kann. Ich habe halt gesehen, dass du keinen Boost hast, dachte ich, call. Ja, für Pässler hätte es, glaube ich, noch gereicht. Okay. Oh, stell dir vor. Krieg. Und keiner geht hin. Weg. Gut, call. Oh, 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 oh. Ja. Ich nehme immer 50s an, die ich nicht annehmen sollte. Diese Annahme ist richtig. Wow. Ich habe den Gegner angenommen. Ich nehme auch den anderen noch an. Okay, ja. Oh, schade. Okay, schade. Mach, mach! Me. Satisfaction. Oh, Wurst und Käse auf dem Sandwich drauf, Mann. Das ist eine gute Idee, ne? Ja. Mitte, 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 Mitte! Oh, what? Oh. What? What? Ja, den konnte man schlecht ahnen, dass ich den da noch so krieg. Das stimmt. Doch. Nö! Einfach nö! Ich war mir gerade nicht sicher, wer fährt. Ich frag nicht. Links fährt. Ja. Passt? Passt? Nee, so nicht, Kumpel. Hab. Okay. Oh! Ich wollte ihn einmal touchen und dachte, er rollt dann weg und ich berühre ihn einfach zweimal. Ja, da ich war so ein Touch und dann kann ich ja durchfahren. Oh nee, ich hab ihn nochmal. Oh, Foster Gott. GG. Satisfaction. Push me. And then just touch me. Until I get my satisfaction. GG, Alex. GG. GG. Dicke Kuh. Boost ist im Schuh. Besser als das, was ich im Kopf hatte.
Wo? Oh, rechts. Vergiss. Nö, ich lass mal liegen. Ich fake nochmal. Oh. Ich schieß daneben. Ich schieß dafür. Ich schieß daneben. Ach, kann keiner was dafür. Der Gegner schießt dann. Was? Ich glaub, die trollen oder so. Ja, oder er hat vergessen, welche Farbe er ist. Okay. Links. Nö, fake. Jupp. Ja, ja, die haben am Anfang reingetrollt. Ach. Irgendwann muss ich es halt lernen. Wie hat er den über mich rüberbekommen? Mann. Ja. Hab den Gegner. Hab seinen Boost. Hab seinen Mate. Fertig gefarmt, Ramona. Hergestellt. Dieser kleine Mutterumarmer. Oh Gott, mein Rachen ist voll mit Kram. Wenn die Gegner plötzlich Flip resetten. Sorry. Ja, wir haben heute wieder so krasse Unterschiede. Mhm. Nö, doch nicht. Oh, crazy. Oh. Bist doch noch schön. Out. Bist doch noch recht early in dem Game. Also klar, du hast relativ viel Spielzeit für die Zeit, die du das Spiel hast. Aber du bist doch early Game und dann hast du schon so Quests, wo du so stundenlang grinden musst. Das ist geil. Out the freaking plate, Alter. Space. Outer Space Plate kommt. Ja. War wieder so knapp von der Wand weg. Oh. Na, geht noch? Nochmal rüber. Nee. Ich störe. Wichtig, danke. Knapp. War dumm. Bin zurück. Hast noch kurz Zeit? Hast du Vorsicht? Oh, ich struggle mit Recovery mal wieder. Schön. Ja, ich bin Defense. Oh, leider kein Boost für den Scheiß hier. Ja, jetzt schon. Nicht für den Scheiß, safe doch an der Boost der Welt nichts mehr. Hast du, ne? Oh, okay. Auf jeden Fall sind halt mal kleinere oder größere Aufträge, aber alles immer sehr unterschiedlich, wird auf jeden Fall nicht eintönig. Das ist geil. Das finde ich wichtig. Also es gibt so viele so Spiele, wo so alles nach Schema F abläuft vom Auftrag und dann ist zwar die Geschichte in Anführungszeichen dahinter immer ein bisschen eine andere, aber im Endeffekt tust du halt jedes Mal genau das Gleiche. Mal musst du Menschen klauen, mal Waren, mal Autos, aber im Endeffekt bist du die ganze Zeit mit Diebstahl beschäftigt, so. Oder whatever. Bump. Ah, schöner Play. Nicht geahnt.
Okay. Bump, bump. Oh. Hab ich. Okay. Ich hasse mein Leben. Ja, auch. Hat fast funktioniert, ey. Crazy. Mach nix. Ich muss mir das auf jeden Fall nachher mal angucken. Und wir haben ja einen recht ähnlichen Spielegeschmack. Und wenn dir das so dolle gefällt, könnte das ja durchaus auch was für mich sein. G fucking G! Mate. Dame Time Devil. Dame Time Devil. Rechts bitte. Ich würde gerade sagen, er ist auf jeden Fall nicht dumm, weil er nicht wahllos den Ball wegballert. Hi. Und dann macht er so einen Pinch ins Nirvana. Oh, ich mach nichts, komme ich nicht ran. Oh, da komme ich ran. Schade. Mitte. Ups. Ja. Oh, das wird ein Double. Ja. Der bombt mich nach deinem 50 da. Einfach in mich reingestolpert. Er hat den Boost gekriegt. So, die Frage ist, was kostet der Spaß, Ramona? Also, wenn die mir 150 Euro zahlen dafür, dass ich es kriege, dann nehme ich es. Ich nix treffen. Ich fahre raus. Ah, du bist ganz hinten. Dann dreh ich nochmal. Gute Entscheidung. So. Rechts, bitte. Er fährt gar nicht, lol. Nee. Au. Oh, ein Touch. Ah, ich muss Anlauf nehmen. Okay. Ja, nimm du. Oh mein Gott, Alex. Ich hätte einfach warten müssen. Ja, nee, da bin ich raus, Ramona. Das ist zurzeit leider nicht drin. Und höchstens mal auf der einen der Ihnen Webseite gucken.
Ja, Aaron. So wird nicht rückwärts gedribbelt. Ich hasse es. Er fickt mich richtig hart! Yep. Oh, das hat so weh getan. Das glaube ich. Kommt. Geht. Ja. Oh. Ich hatte einen Flip-Reset, aber ich konnte nichts draus machen. Das Problem kennen wir doch alle. Ja. Ich konnte nur raten, was als nächstes passiert. Na, und ich habe seinen Mate leider nicht erwischt. Der hat mich beim Dämon gefaked. Fake! Zahlen wir denen all ihre Fakes heim. Auch nicht. Oh Gott. Warum pfifft ihn die so unglaublich gut? Oh. Oh mein Gott, das war so ein Stickerpass, schade. Ja, ich kam leider nicht rechtzeitig hin. Ja, ja, nee, das war jetzt kein Blaming. Oh fuck. Ah! Schade. Wenn sie. Ah, vorbei. Ich aufhören, so rumzuschreien. Rechts, rechts. Der kann schnell einen Kickoff. Ah. Ich fahre noch mal ein bisschen spazieren hier. Bin da. Hätte ich genommen. Lieber. Schön. Genau dazwischen.
Ach, hallo Lenny. Schönen guten Abend oder Morgen und vielen, vielen Dank für deinen 8. Monat Prime. Wie geht's dir? Und Dankeschön. Wir geben unser Bestes. Düdüm. Manchmal ist das Beste nicht gut genug und so. Bin ab. Richtig. Schöner Fass und Demo und Clear da hinten. Schönes alles, Alex. Einfach ein schönes alles. Guter Schuss. Danke. Rechts. Ich. Ich dachte, ich double den. Oh, ich war noch in der Fahrt. Wie das denn? Alles klar, Lenny. Dann schlaf gut und vielen Dank dafür. Und ja, bei mir ist soweit auch alles super. Mir geht es ganz gut. Hui! So gut, dass ich abhebe hier. Ah, er ist schon da. Ramona, na? Hast du jetzt nicht. Ich hab doch gar keine Zeit eigentlich. Schönes Tor. Ich hab's mir nicht mal angeguckt. Aber dankeschön. Also, vermute, ich kenne die Post. Ah, du Knalltante. Oh. Was? Er stoppt den. Warum? Ich hab den fast gelesen, Mann. Ja, das war richtig sick. Dankeschön, Ramona. Fake. Rechts. What the heck is happening? Ab durch die Hecke. Ich hab jetzt erst den Namen gelesen. Kung Fu Koka. Hop. Hop, 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 hop. 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 Weg mit ihm. Komm nicht so ganz hinterher gerade. Oh, oh, what the fuck? Mach dein Ding. Ja. Dachte ich mir auch. G fucking G. Au, heiß, 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 au.
Ist Mike noch online? Wollen morgen bouldern gehen und eigentlich hatten wir uns eine ganz frühe Zeit ausgesucht, weil noch eine andere Mitbewohnerin mit wollte und die hat jetzt aber abgesagt und wir sind beide nicht so die früh ins Bettgeher. Deswegen wäre es praktisch, wenn wir morgen später... Warte mal, ich breche mal kurz ab und klopfe mal einmal bei ihm, ob er noch wach ist. Nio macht das. Nicht, dass wir dann morgen früh beide früh aufstehen, weil wir denken, der andere wollte das so. Bis gleich. Und ich lasse dich laut. Großer Fehler. Ich werde euch jetzt nämlich eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte handelt von einem Subway Sandwich. Ja. Naja, auf jeden Fall dieses Subway Sandwich wollte Subway Artist werden. Aber mit seinen schleimigen Teriyaki-Soßen-Händen konnte es keinen Pinsel und keine Staffel halten. Und ich weiß nicht, wie ich das noch absurder machen kann. Fuck. Ja. Impro ist echt schwierig alleine. Das ist wie, wenn man... Ne? als müsste man aus dem Handstand aus der Toilette trinken, wenn man Durst hat. Ja, der war ganz okay. Ja. Jo, ich habe heute mal wieder Good to Go benutzt. Too Good to Go. War ganz cool. Ich habe dann, ja, wahrscheinlich so 15 Euro Einkauf im Wert von 5 Euro bekommen. Da waren noch Snacks dabei. Das war mein Abendessen. Eine war so ein Mexican Beef Wrap. Die sind aber irgendwie... Also die sind schon lecker, aber die sind auch ein bisschen geschummelt. Weil der Wrap an sich ist eh schon recht klein, was okay ist. Ist auch nur so ein Mittagssnack eigentlich, aber... Dadurch, dass er eh schon klein ist und die zwei Hälften von dem Wrap irgendwie gefühlt nur zur Hälfte befüllt sind, ist das dann ein bisschen sehr unsatisfying. Weil entweder man muss sich von der etwas dann trockenen Seite durchknabbern bis zum gefüllten guten Ende. Oder man kann so richtig gut das gute Ende appreciaten. Aber da muss man sich am Ende durch diesen ja doch dann doch etwas trocken werdenden Rap kämpfen. Dann ist die Erfahrung versaut. Verrückt, womit man sich unterbewusst so die grauen Zellen zermanscht, mit was für schwachsinnigen Gedanken. Naja, ich hoffe, Aaron kommt bald wieder, weil ich habe nichts zu erzählen, was ich in diesem Stream öffentlich teilen würde. Nein, ich bin kein Serienmörder. Töten ist schlecht. Wer jetzt ein Aber erwartet hat, weißt du was? Du bist doof. Kein Aber.
So, ich mache hier gerade mal Drops auf. Joa. Nicht wirklich was bei rumgekommen, würde ich sagen. Ich mag Knoblauch. Knoblauch ist echt geil. So, Chat, habt ihr euch benommen? Ich finde es schön, wie eigentlich immer, wenn ich Alex in der Pause mit dem Stream alleine lasse, ich wiederkomme und es einen neuen Clip gibt. Ich habe mittlerweile echt so eine kleine Sammlung an Clips, wie du Storys erzählst und die Leute unterhältst, während ich in der Pause bin. Das ist ein bisschen cute. Ja, genau. Ich wollte noch sagen, die PayPal-Adresse hat sich geändert. Ach so. Ah, verdammt. Also nicht mehr Dauerauftrag. Ja, ich kann jetzt auch per PayPal schicken. Kein Thema. Keine Thema. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Mike hört mich entweder nicht und ich will auch nicht zu laut klopfen für den Fall, dass er schon im Bett ist. Oder er ist einfach schon im Bett. Und dann bleibt es einfach bei 11.30 Uhr bouldern gehen. Dann muss ich um 10.30 Uhr aufstehen. Da haben wir noch ein bisschen. Na schön. Okay, dich suchen. Mhm. Na, reintappen hilft. Weiß auf jeden Fall nicht. Schon 10 vor 1. Wohin fliegt nur die Zeit? Gestern war ich mit einer Freundin am Quatschen und wir haben gepuzzelt und ich dachte dann so, oh ja, ist jetzt so 1, halb 2, dann kann ich jetzt heruntergehen und noch ein bisschen an den Rechner und dann war ich unten am Rechner und es war 5. Ja. Das haut einem immer wieder vor den Deckel, ne? Mhm. Der hat keinen Boost. Dann fliege ich mal. Der hat Boost. Mhm. Dann fliehe ich mal. Warum, Aaron? Warum? 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 Warum genau? Weil Alex den Ball hat. Aber warum? Was er kann, kann ich auch. Ich bin besser. Fake. Ja, fake. Schöner Schuss. Ich hätte auch 3-4. Aber das hatte ich noch nicht. Stark. Oh, ich. Da habe ich kurz gewitzt. Schade. So nach hinten, nicht dazwischen. Ja. Oh Gott. Ich kann das alles nicht mehr. Was ist? Nein. Oh. Aha. Ich bin in den Gegnerbaben gefahren wie so ein richtig dummer Platin, Alter. Ja, regt sich zu Recht auf, Alter. Rechts richtig dämlich vorgefahren, um ihn wegzubumpen. Oh, der geht ja gar nicht an die Decke.
Jo. Nein, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Danke, 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 danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, nice, Mike war noch wach. Oh. Tudum. Fake. Oh Gott, was ist denn gerade los? Ich habe eine Pause gemacht, was ist los? Ah. Oh. Bitte, bitte? Ah. Eigentlich richtig von dir nicht zu gehen, aber ich dachte, du gehst. Oh. Okay. Oh lol. Okay. Alter. Ey, die Leute. Ey, die Leute. Die Leute wollen das, was passiert. Die Leute wollen den Bass passiert. Die Leute wollen uns. Auf jeden Fall zu lange nicht mehr zusammen gezockt. Du callst gar nicht mehr, wohin du fährst. Oh shit, okay. Ich fahr nach vorne. Der ist über dem Kickoff. Ach so, ja. Okay, weil. Okay. Oh, what? Ja, okay. Ja, okay. Bin dabei. Ha? Das war einfach nur guckt. Yep. Ich muss kurz mal was checken. Können schon mal suchen nebenbei. Hallo? 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 Mein Name ist nicht Valo. Und doch nicht Waldorf. Da fällt mir kein Reim drauf ein. Mir auch nicht. Rechts. Ich bin viel zu boosthungrig. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Da wollte ich eigentlich catchen. Da wollte ich ihn nur leicht touchen. Da fliege ich vorbei. Oh, what a pass! And I had to pass on this. Aber guck dir den an! Nice. Ich komm mit.
Ja. Ab, ab. Ja, bin weg, bin weg, bin weg. Ach, nichts. Awkward Touch. Ich und der Pfosten, ne? Das ist mir eine zu enge Beziehung heute. Aua, der hat mein Popo versohlt. Wollte er auch mit meinem machen, weil er nichts anderes kann. Oh, danke. Ich werde hinterher geschoben. Oh, Jeet, okay. Wurde es durchgebammt, oder? Ja, ich glaube nicht. So schnell mir vorbeigejagt. Ich gehe, ich gehe. Nein! Oh, schöner Pass. Ich hab schon nach rechts gedrückt und wollte schon nach links drücken für Nice One. Ja, warte, ich hab. Ja. Hm. Ich weiß auch nicht. Oho. Oh, der zweite klebt da ja auch direkt. Ah, da. Boah. Ah, hat Gegner, Achtung. Schöner Bump. Und gemeinsam sind wir stark. Schade. Ganz unten, von ganz, ganz, ganz unten des Niveaus in der Trickkiste. In der Trickkrabbelkiste, ne? Ja. Mhm. Komm mit. Hab ich. Den Ehren Double Tap. Schade. Gigi! Gigi. Oh, eine schöne Map. Wo? Da rechts. Ach, so früh.
Er will mich dämonen. Ist nicht. Ah, ein Counter-Attack geht auch nicht. Fake bin ich zu dumm für. Warum gehe ich zum 100er Boost? Ich habe doch Pets. Ich bin an beiden 100ern vorbeigefahren. Ich pack's nicht. Pack ich mal mit an. Schön. Schöner Pass. Danke. Schöner Pass. Links. Ui. Oder auch. Oh mein Gott. Wie er mich einfach liest. Steht halt auf einem guten Roman. Knapp. Okay. All yours. Ich will da nicht sein. Vielleicht hätte ich da doch sein wollen. Ja, ich hätte da sein sollen. Sorry. Also ab einem gewissen Punkt musst du mir auch trusten. Ja. Ich wusste nicht, dass du schon da bist. Not gonna lie. Ich dachte, du bist weiter hinten. Okay. Ich dachte, ich push mich mal ein bisschen langsam ran. Ich dachte, vielleicht hört er mich, vielleicht sieht er mich. Mhm. Beides leider nicht zustande gekommen. Oh mein Gott, der wird jetzt die ganze Zeit faken. Ja. So nicht, Kumpel. Nice. Ah, schade. Schöner Pass. So, wer wurde Boost? Da Nee, ich wollte doch oben bleiben. Hä? Ey. Das frage ich mich bei mir auch seit einigen Minuten. Links. Meiner Laterne und meine Laterne nicht mit mir. Drum geh ich mit dir so gerne, denn sie geht nie mit mir. Hm? Alter.
Nee, komm. Ich glaube, wir müssen gleich Feierabend machen. Ich spring nur noch daneben. Okay. Ich krieg auch keine 100er mehr. What? Und dann lande ich da drauf. Ja, ich fahre gerade einfach nur noch Kreise. Ich bin gerade bis zu unserem kurzen Torpfosten vorgefahren und habe dann erst wieder geguckt, was eigentlich passiert. Guck mal, ich komme da so aus dem Tor raus und bin so, oh, die sind ja schon bei uns vorm Tor. Ja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir schlafen. Ja, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war eine schöne Session. Ja, meld dich, wenn du nochmal Bock hast. Ich bin mal offline. Gutes Nächtle. Mach mal, gute Nacht. Ai. So, dann klicke ich da schon mal auf Download, damit das dann morgen ready ist. So. Ramonana, brauchst du noch gute Nachtunterhaltung? Und, Lurkender Chat. Schicken wir euch noch irgendwie... Brauchst du noch... Oh, ich höre mich selber. Die ist noch online? Na gut, dann raiden wir dahin. Was ist denn da los? Was ist denn da... Oh. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, die macht gleich Feierabend. Aber das ist mir egal. Dann kann sie euch weiterschicken und dann könnt ihr da gesammelt noch irgendwo hinstimmen. Es war sehr, sehr schön mit euch. Ich hatte sehr viel Spaß. Wir hören uns erst am nächsten Dienstag wieder, so wie es gerade aussieht. Ganz vielleicht kriege ich spontan noch einen Stream eingeschoben, aber ich bin das Wochenende über weg. Wir fangen an, den Film zu schneiden. Oder, also, der Film wurde schon angefangen zu schneiden und ich helfe das erste Mal jetzt mit. Und noch verschiedene andere Dinge stehen an. Und bin ziemlich busy leider. Genau, von daher fällt Freitag Corekeeper aus und geht dann nächste Woche Dienstag weiter. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schöne Träume. Und ja, wir hören uns zwischendurch auf Discord und dann spätestens nächste Woche Dienstag wieder hier auf Twitch. Wenn es wieder heißt Corekeeper, we go deeper und vielleicht ein bisschen Rocket League oder so. Tschüssi und viel Spaß da drüben.